Essenzen der Antike, die heiligen Öle aus biblischen Zeiten. Hier ist Aditya Nowotny und wir sind live. Herzlich willkommen. Schön, dass du in der Lage bist, hier live mit dabei zu sein. Okay, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Dann geht's los mit der Präsentation. Die Essenzen der Antike, ein Öleset von Young Living und zusätzlich drei Öle, die direkt in diesen Bereich passen, die nicht in einem Set erhältlich sind, sondern die man dann einzeln sich dazu bestellen kann. Wie kommst du an diese ganz speziellen Öle, die es von keiner anderen Firma weltweit gibt, indem du ein Bestellkonto bei dieser Firma hast? Ich nehme an, du hast eines. Wenn nicht, dann erkläre ich am Ende des Webinars, wie auch du an diese ganz besonderen Öle kommen kannst. Warum ätherische Öle? Ätherische Öle werden seit tatsächlich mittlerweile 6500 Jahren destilliert und verwendet. Und zwar in vielen antiken Kulturen, unter anderem dem Altägypten, in Tibet, in Kaschmir. Gary Young hatte tatsächlich eine Destillationsanlage aus Stein im Kaschmirtal entdeckt. Davon auch ein Foto übrigens auf dem alten Bibelöl-Set. Im neuen ist das Foto nicht mehr drauf. Aber ich nehme an, in diesem Beipacktext, da ist dieses Foto noch dabei. Genau, hier ist es schon. Das ist dieses hier, dieses Steinding. Das ist tatsächlich eine 4000 Jahre alte Steindestillationsanlage aus Kaschmir, muss man sich mal vorstellen. Die Druiden haben ätherische Öle verwendet. Die Essener, die Urchristen, haben natürlich die Salböle verwendet, so auch Jesus Christus. Und in Form von Kräuter, Harz und Pflanzenauszügen haben auch die nord-, mittel- und südamerikanischen Naturvölker ätherische Öle verwendet. In der heutigen Zeit startet die moderne Aromatherapie mit René-Maurice Gadfossé in den 1920er Jahren. Und der hat es dann seinem Freund, dem Pariser Arzt Dr. Jean Valnet, mitgeteilt, der dann erstaunliche Resultate mit den ätherischen Ölen erzielt hat. Und übrigens, der hat dann auch das Buch L'Aromatherapie. L'Aromatherapie, das ist nur Französisch. Ich habe es auf Deutsch und Englisch nicht gefunden. Aber wenn du Französisch kannst, kannst du es lesen. Bezug auf die führenden Autoren in der modernen Aromalehre, das sind Valerie Ann Warwood, die ich gerade vor 2 Monaten persönlich kennenlernen durfte, Dr. Kurt Schnaubelt, den ich schon seit mittlerweile 8 Jahren kenne, und Gary Young, der bedauernswerterweise mittlerweile verstorben ist. Aber das sind die drei Autoritäten. Ich nehme, ihr habt diese Namen alle schon gehört. Ich hatte das Glück, sie alle kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Diese Bücher von diesen drei Namen, die sollten auf jeder Bestellliste und später dann auch im Bücherregal und noch später dann auch spätestens irgendwann lesen, lesen, lesen und dann umsetzen. Nicht nur lesen, nicht nur in der Theorie bleiben, sondern dann auch umsetzen, was in diesen tollen Büchern steht. Ätherische Öle wirken auf den physischen Körper. Ätherische Öle wirken auf die Emotionen und ätherische Öle wirken auf den Geist bzw. spirituell. Es würde mich jetzt interessieren, was ist bei dir der Haupteffekt? Vielen Dank für alle, die das Survey, die Befragung ausgefüllt haben. Ich bin aufgrund dessen auch thematisch auf einiges eingegangen in der Folge. Was mich aber jetzt unmittelbar interessieren würde, was ist für dich die Nummer 1 Wirkung von ätherischen Ölen? Bitte gib das in den Chat ein. Ist es hauptsächlich körperliche Wellness? Ist es emotionale Harmonie? Oder ist es für dich hauptsächlich geistige, spirituelle Wirkung? Ich weiß, die Wahl fällt schwer, weil alles drei ist sehr stark. Aber Hand aufs Herz, was ist für dich die Nummer 1 Wirkung? Körper, Emotionen oder spirituell, Geist? Bitte in den Chat eintragen. Und aufgrund dieser ganzheitlichen Wirkung auf Körper, Geist und Seele genießen ätherische Öle eine einzigartige Sonderstellung.
Es gibt eigentlich kaum ein Produkt, das man, wenn es als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist, einnehmen darf. Wenn es als Wellness- oder Kosmetikartikel zugelassen ist, auf die Haut auftragen, sich damit massieren kann, Haut pflegen, Haare pflegen und sogar warme Wickel sich geben kann. Und dasselbe Öl, wenn es als aromatisches Öl zugelassen ist, also für Aromatherapeuten, die haben dann diese chemischen Schutzzeichen, damit der Therapeut weiß, was ist da drinnen, worauf muss man achten, dass nicht zu viel inhaliert wird. Wenn das dann als aromatisches Öl zugelassen ist, dann auch noch zur Inhalation oder zur Diffusion. Überleg mal, gibt es irgendein anderes Produkt, was du essen kannst, was du dir auf die Haut auftragen kannst, auf vielfältigste Weise und was du inhalieren kannst? Ich habe kein einziges gefunden. Kennst du irgendein Produkt auf der Welt, was nach 3300 Jahren noch beweisbar frisch war? Ätherische Öle. Als Henry Carter 1922 das im Tal der Könige das Grab von Tutanchamun öffnete, hat er 365 Alabastergefäße gefunden. Man hat dem guten Pharao tatsächlich für jeden Tag ein Alabastergefäß mitgegeben und jedes war mit ätherischen Ölen gefüllt. Und die Grabräuber, die hatten natürlich das Weihrauchöl, das Rosenöl, Myrrhenöl, die ganzen teuren Öle, die waren gestohlen. Das waren nur noch Molekularreste an den Alabastervasen feststellbar. Aber erstaunlicherweise einige dieser Alabastergefäße, zum Beispiel Zedernholzöl, Zypressenöl, die waren noch gefüllt und nach 3300 Jahren noch frisch und zu gebrauchen. Kennst du irgendein anderes Produkt unserer heutigen Zeit, was nach 3300 Jahren noch frisch ist? Und das ist dank der Dampfdestillation, wo die Fettmoleküle weggefiltert werden und wo es nicht ranzig werden kann, das Öl, und wenn es dann eben verschlossen wird. Diese Zeiten, die gelten natürlich für ein verschlossenes Öl. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel ein verschlossenes Ölfläschchen hast, dann wird es vermutlich 3300 Jahre ausdauern. Zumindest wissen wir das aus der Vergangenheit. Und da Gary Young genau die altägyptische Technik der Destillation selbst kennenlernte und erforschte mit einem Ägyptologen von der Kairo-Universität, ging er direkt an die Orte, wo es noch hieroglyphische Inschriften gab. Dadurch ist seine Firma Young Living vielleicht die einzige weltweit, die tatsächlich diese altägyptische Form der Destillation kennt, die Ölen eine solche Haltbarkeit gibt. Allerdings ganz wichtig, du machst es auf, dann ist die Haltbarkeit aufgrund des Sauerstoffs nicht mehr so lange. Wie lange weiß ich nicht. Aber ich weiß eines, wenn du Zitrusöle verwendest, die sind nicht dampfdestilliert, sondern die sind kaltgepresst. Und Zitrusöle oxidieren nach circa 2 Jahren. Das heißt, ein Zitronenöl, Orangenöl, was du länger als 2 Jahre offen hast, du wirst merken, das verändert sich geruchlich, das verändert sich geschmacklich. Super. Und wir haben viel Feedback. Da ist einiges reingekommen. Körperlich und emotional, emotional, emotional. Schwierig zu sagen, weil am Ende doch alles zusammenkommt. Das ist eine sehr weise Bemerkung, weil natürlich, wie soll man das trennen? Aber es kommt sehr viel Emotionen rüber und auch spirituell. Und das ist schon erstaunlich, weil für die meisten Menschen Öle in erster Linie der körperlichen Wellness dienen. Das heißt, du bist sicher nicht zufällig in diesem Webinar, weil du weißt, hier geht es eben auch um die emotionale Ganzheit und Harmonie und es geht hier auch um die spirituelle Wirkung und Verfeinerung. Vielen Dank an alle für diese Antworten. Wir gehen weiter. Dieser berühmte und mittlerweile legendäre Mann, der eben alle möglichen Forschungsreisen nach Tibet, nach Kaschmir, nach Ägypten gemacht hat, um diesen Geheimnissen der ätherischen Öle über alle Traditionen, er war auch im Amazonasdschungel mehrfach, hatte dann immer Leute aus seiner Firma mit, denen war es dann irgendwann zu hart. Und Gary Young, der hatte den Vergnügen, auch 8 Tage im Dschungel zu sein, um nur irgendeine neue aromatische Pflanze kennenzulernen, die vielleicht noch niemand zuvor gesehen hatte. Und
Ich empfehle aus eigener Erfahrung, ich habe schon in den 1980er Jahren ätherische Öle, allerdings aus der Apotheke verwendet und habe dann irgendwann davon Abstand genommen, weil die Reinheit, ich wusste es damals gar nicht, warum das irgendwie so komische Wirkungen hatte oder zum Teil unerwünschte Wirkungen, bis ich dann 2009 Young Living kennenlernte, für die Verwendung von ätherischen Ölen zur Salbung und zur spirituellen Praxis. Empfehle ich aufgrund ihrer Reinheit und hohen Schwingung ausschließlich die ätherischen Öle von Young Living Essential Oils. Gary Young, ein Cowboy und wirklich ein Cowboy aus Idaho, der wuchs in einem Holzhaus auf in den Bergen, hatte nicht mal Strom, hatte nicht mal fließendes Wasser. Der gründete 1989 Young Living Essential Oils in Spokane, Washington, bis es aber zu einer etablierten Firma wurde. Dieses idealistische Projekt, er hat da wirklich einfach destilliert und abgefüllt und dann handbeschriftet die Fläschchen. Und 1994 lernte er dann bei einer Messe in Salt Lake City Mary Young kennen, die dann sofort gesagt hat, das ist so toll. Erstens hat sie Gary Young so toll gefunden, dass sie ihn geheiratet hat. Und das ist eine wunderbare Ehe daraus entstanden mit wunderbaren Kindern. Aber zweitens hat sie gesagt, hey, Gary, ich greife dir unter die Arme, dass das eine richtige Firma wird, dass du nicht mehr die Labels für die Fläschchen alle per Hand schreiben musst. Stell dir das mal vor, was für eine Arbeit jedes Ölfläschchen einzeln beschriften. Heute hat Gary Young und Young Living eine Ölerevolution ausgelöst, die die ganze Wellnesskultur verändert hat. Mittlerweile verwenden weltweit mehr als 3 Millionen Menschen Young Livings ätherische Öle. Und schätzen diese Qualität, die ihresgleichen sucht. Mein Name ist Aditya Nowotny. Du kennst mich vielleicht. Ich bin aus Salzburg und habe mich schon in den Teenagerjahren für die Geheimnisse antiker Kulturen interessiert, war immer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen, weil das Normale schien mir zu langweilig oder zu oberflächlich. Ich habe begonnen zu meditieren mit dem 19. Geburtstag und habe viele spirituelle Traditionen mir angeschaut, bin rund um die Welt gereist und habe die Wechselwirkung zwischen Körper, Emotionen und Geist immer nicht nur gelernt in meinen Studien der verschiedenen Kulturen, sondern auch an mir selbst beobachtet und an vielen anderen Menschen. Seit über 30 Jahren bin ich als Meditationslehrer, Aromaexperte und international Speaker, wie man das so schön sagt, also internationaler Erfolgssprecher, weltweit aktiv. Die Kombination aus persönlichem Wachstum, das von ätherischen Ölen entscheidend unterstützt werden kann, sowie die eigenverantwortliche Entwicklung zu finanzieller Unabhängigkeit und dem Schaffen von inneren und äußeren Werten für die vielen, sind die Mission, für die ich lebe. Und wir beginnen mit dem ersten Öl. Wenn du dein Set zur Hand hast, dann ist es jetzt Zeit, zum Sandelholz zu greifen. Und das heißt nicht Sandelholz im Bibelöleset, sondern Aloes. Weil der Sandelholz, der über die Seidenstraße, über die südliche Seidenstraße damals in den Nahen Osten kam, wurde Aloes genannt, übrigens nicht zu verwechseln mit Aloe Vera. Das ist wieder etwas anderes. Aloes, das antike Sandelholz. Ich nehme mir gleich das Fläschchen und gönn mir einen Tropfen. Wenn du es bereit hast, mach dasselbe. Du kannst diesen Tropfen, übrigens Sandelholz ist sehr fast honigartig, sehr dickflüssig. Aktiviere den Tropfen 1, 2, 3 rechtsdrehend und trage das dann auf deine Stirnmitte auf. In Indien wird es übrigens nicht nur auf die Stirnmitte, auf das geistige Auge aufgetragen, es wird auf die ganze Stirn, kennst du es vielleicht, die Shivaiten haben so eine Sandelholzpaste, die sie sich auf die ganze Stirn auftragen und auch auf die Schläfen. Weil Sandelholz ist zuallererst ein Öl, was auf den Geist wirkt. Und dieses Öl ist in Indien seit Jahrtausenden im Gebrauch zur Verstärkung von Meditation und Gebeten. Sandelholz beruhigt unser gedankliches Geschwätz, unseren inneren Dialog, das heißt, das ist unser inneres Selbstgespräch, welches uns von der Meditation abhält.
welches uns übrigens auch tagsüber oft ein bisschen verwirrt von dem, was wirklich Sache ist. Unser innerer Dialog, unser inneres Selbstgespräch wird durch Sandelholz angenehm, angenehm, angenehm unterstützt. Und zwar, dass es ruhig wird, dass es sich zurückzieht, dass das Wichtige in den Vordergrund tritt, dass das Essentielle in den Vordergrund tritt. Wir haben nichts, wenn wir in Oberflächengedanken ständig befangen sind, wenn wir ständig an, was hat die gesagt, was hat der gesagt, warum hat mich der so angesehen, wieso schaut mich die nicht mehr an und so weiter, was werden die anderen sagen, diese ganzen Gedanken, sie bringen dir ja nichts, weil letztlich bist du du und du bestimmst dein Leben. Und wenn du aber in Gedanken eben abgelenkt wirst, verlierst du die Kontrolle über dein Leben und dann reißt es dich hin und her. Sandelholzöl erlaubt dem Geist, in die tiefsten Ebenen der Meditation einzutreten und verbindet uns mit dem kosmischen Geist, unendlichen Bewusstsein. Sandelholz hat eine so vielfältige Wirkung auf die Energie der Chakren. Die Chakren sind die Bewusstseinszentren, zum Beispiel drittes Auge, zum Beispiel Kehlzentrum, zum Beispiel spirituelles Herzzentrum, weil es ein sehr komplexes Öl mit verschiedensten Wirkungen auf der subtilen Ebene ist. Eine der größten Tugenden dieses Öles ist es, dass es die Kundalini-Energie, die im Wurzelchakra, im Steißbein schläft, die sogenannte Kundalini-Shakti, mit dem Kronenchakra, mit dem Shiva-Prinzip, mit dem kosmischen Bewusstsein verbindet. Das heißt, du trägst dir auf das Steißbein und das Perineum Sandelholz auf und auf den Scheitel Sandelholz auf und du merkst richtig, wie es dich durchstreckt, wie es dich ausrichtet und aufrichtet. Ein ganz faszinierendes Öl, welches zugleich exotische Sinnlichkeit und spirituelle Ganzheit bedeutet. Und das darf ich jetzt erklären, was ist exotische Sinnlichkeit? Tatsächlich ist Sandelholzöl auch in vielen ganz exklusiven Parfums enthalten, weil es hat eine verführerische Note und schon wenn du dir dieses dickflüssige, fast honigartige Öl aufträgst, merkst du, wie sich das anschmiegt, wie das ganz weich auf der Haut ist. Es ist übrigens eines der allerbesten Hautpflegeöle. Sensationell, Mary Young verwendet dieses Öl zum Beispiel täglich. Und das kannst du ihr ansehen. Sie hat ein fantastisches Hautbild, speziell auch am Hals. Und das ist dem Sandelholz zu verdanken. Ein ganz geschmeidiges, feuchtigkeitsspendendes, fettausgleichendes Öl, welches sich fast sinnlich anfühlt, aber zugleich die höheren Energien aktiviert. Das heißt, wir sprechen von sinnlicher Spiritualität oder spiritueller Sinnlichkeit. Es wirkt in beide Richtungen. Sandelholz richtet alle Chakren sowie den Subtilkörper aus und erlaubt es der Person, vollständig in ihrem Körper zu sein und zugleich die subtilen Energien um sich herum wahrzunehmen. Du wirst also bewusster, sensitiver, dein Feeling, dein Gespür wird stärker, wenn du Sandelholz regelmäßig verwendest. Sandelholz hilft dir, geerdet zu sein, nahe an deiner göttlichen Essenz. Es hilft dir durch Zeiten der Angst, dadurch, dass es so beruhigend ist und dadurch, dass es dir hilft, auf das Essentielle sich zu konzentrieren und nicht auf das Geschnatter der Oberflächengedanken. Und es erlaubt dir, dich mit dem göttlichen Willen zu verbinden und dich dem göttlichen Willen hinzugeben. Es ist tatsächlich ein kühlendes Öl, auch deshalb super für die Meditation geeignet. Es darf warm im Herzen sein, aber auch in der Meditation immer kühlen Kopf bewahren. Und es aktiviert das dritte Auge wie kein anderes Öl. Das heißt, wenn du dein geistiges Auge erwecken möchtest, ist Sandelholz eine super Unterstützung. Der Gehalt an Sesquiterpenen im Sandelholzöl ist 90%. Sesquiterpene haben die Fähigkeit, Sauerstoff aus der Nahrung und der Luft, die wir zu uns nehmen, herauszufiltern.
Auf diese Art und Weise erhöhen sie den Sauerstoffgehalt im Körper wie im Gehirn, je nach Anwendungsmethode. Ein erhöhtes Sauerstoffniveau im Gehirn stimuliert Epiphyse, also die Zirbeldrüse, Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse und Amygdala. Amygdala, das Organ der Maria Magdalena genannt, ist tatsächlich unser mystisches Gehirnzentrum. Die Amygdala wird von Sandelholz aktiviert. Es wird angenommen, dass das Aloes der Bibel duftendes Sandelholz war, ein Gewürz des antiken Palästina. Also offenbar ist damals Sandelholz auch auf der Halbinsel Sinai gewachsen. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und er brachte Myrrhe gemischt mit Aloes, etwa 100 Pfund. Lesen wir im Evangelium nach Johannes. Jetzt stell dir mal vor, 100 Pfund Myrrhe und Sandelholz. Wenn das dem heutigen Pfund entspricht, dann waren das 50 Kilo. Das heißt, das war ein reicher, reicher, reicher Mann, dieser Nikodemus. Wir haben hier 5 Milliliter Fläschchen oder 15 Milliliter Fläschchen, die schon ihren Preis kosten, weil sie eben echtes Öl sind. Aber hier 50 Kilo Myrrhe und Sandelholz, das ist sensationell. Dann gibt es eine Ölmischung, die hat Sandelholz als einen der Hauptbestandteile, Sandelholz und Myrrhe. Und hier gebe ich dir auch die Hitliste der Sesquiterpene, diese sehr sauerstoffreiche Biochemikalie, beziehungsweise Sauerstoffmoleküle bindende Biochemikalie, die zu 99% in Hong Kuai, was auf der Insel Formosa, dem heutigen Taiwan, wächst, zu 98% im Zedernholz, zu 97% in Vetiver, zu 90% in Sandelholz enthalten ist und dann auch noch zu 62% in Myrrhe und zu 11% in Weihrauch. Three Wise Men, ein ganz spezielles Öl, speziell um uns mit unseren lieben Alten, mit unseren Ahnen, mit unserer Familiengeschichte zu verbinden und auszusöhnen. Auch hier das Öl auf die Hand auftragen, rechtsdrehend aktivieren und dann zum Beispiel auf den Scheitel, auf die Stirn, auf das Herz, auf die Hände und auf die Füße auftragen und du trittst dann in einen Strom ein. Wenn du es dir erlaubst, 2, 3 Minuten still zu sitzen, oder wenn du an deine Eltern, an deine Großeltern und an deren Eltern und Großeltern denkst, spürst, es stehen viele Menschen hinter dir, es stehen viele Menschen über dir. Und du bist jetzt hier, um das fortzusetzen, für was schon deine Vorfahren gelebt haben. Deine Vorfahren wollten immer das Beste für dich. Du kennst das. Du sollst es mal besser haben. Du sollst es mal besser haben. Und hier mit Three Wise Men haben wir eine Ölmischung, die Gary Young speziell erstellt hat, um sich in Liebe und Dankbarkeit mit unseren lieben Alten zu verbinden und vielleicht auch aufzulösen und zu harmonisieren, was in der Familiengeschichte hier unglücklich war. Die Three Wise Men Mischung enthält Sandelholz, Weihrauch, Myrrhe und andere ätherische Öle, wie zum Beispiel Wacholder, was natürlich negative schwarze Energien fernhält, und auch schwarzes Fichtenöl, die Schwarzfichte, welches ein sehr, sehr energetisches Öl ist, ein schützendes Öl. Und diese Ölmischung wurde entwickelt, um Gefühle von Ehrfurcht und spirituellem Bewusstsein zu fördern. Wie schon gesagt, auf Scheitel, mit das Auge, Herz, Hände und Füße auftragen. Ich weiß, ich spreche schnell und es ist viel Information, aber das ist der Grund, warum du dieses Webinar dann auch in der Aufzeichnung dir wieder ansehen kannst. Cassia. Eines meiner Lieblingsöle, das ist das elektrischste Öl, was es gibt. Was heißt jetzt hier elektrisch? Es hat einen hohen Gehalt an Monoterpenen. Es hat auch diese Schutzkappe. Das ist kein Öl, was Kinder so in die Hand bekommen sollten. Und schon ein Tropfen Cassia reicht aus. Und diese Anwendung jetzt bitte nicht nachmachen. Ich liebe das, weil ich mit diesem Öl ganz gut umgehen kann. Und ich aktiviere das und trage es mir dann aufs ganze Gesicht, auf den ganzen Kopf und Nacken auf. Aber Vorsicht, das ist ein heißes Öl, so wie Thymian,
und Oregano und Nelke und Zimtrinde und es aktiviert die Haut auf eine prickelnde Weise, aber für viele Hauttypen nicht geeignet, unverdünnt aufzutragen. Das heißt, du solltest ein Verdünnungsöl, V6 zum Beispiel oder Olivenöl oder Kokosnussöl verwenden. Oft 1 zu 5 verdünnen, sogar in der Apotheke, wenn du ätherische Öle kaufst, wird es meistens 1 zu 15 verdünnt, um auf Nummer sicher zu gehen, weil der Apotheker weiß auch nicht immer, was ist das genau für ein Hauttyp, wie reagiert die Person auf ein jeweiliges Öl. Der Test ist ganz einfach. Du trägst dir ein Öl auf den Unterarm, Entschuldigung, auf den Oberarm, hier auf innen, wo die Haut am sensibelsten ist. Und da trägst du dir so eine kleine Fingerspitze von dem Öl auf und du hältst dir gleich ein Olivenöl oder ein Traubenkernöl oder ein Kokosöl oder ein V6 bereit, um es gegebenenfalls hinzuzufügen. Denn ein Fettöl verdünnt dann das ätherische Öl. Was du auf keinen Fall tun solltest, Wasser drauf tun. Wasser treibt das Öl noch tiefer in die Poren. Und da haben Leute schon dann sehr fantastische Erfahrungen gemacht, wenn sie versucht haben, mit Wasser Öl zu löschen. Also nicht mit Wasser, sondern mit einem Fettöl, einem Trägeröl verdünnen. Cassia wirkt elektrisch und stärkt den Willen und es klärt die ganze Aura, wenn du das aufträgst. Es unterstützt außerdem das Sakralchakra, das zweite Chakra, das Svadhisthana-Chakra. Das ist ein sehr interessanter Hinweis. Ich gehe da noch drauf ein. Es ist ein gutes Öl am Morgen, wenn du dich zerschlagen fühlst. Tragst du überall auf, aber wie gesagt, verdünnt. Cassia wirkt auf der energetischen Ebene, um die Erinnerung an Bindung und Versklavung, die im Unterbewusstsein einiger Menschen schlummern, zu befreien. Cassia assistiert uns somit auch, die unbewussten Gründe für unsere rebellische, widerwillige Natur aufzuspüren. Das ist ein sehr interessanter Hinweis. Menschen, die in früheren Zeiten Bindung und Versklavung, vielleicht sogar Tortur und Qual erfahren haben, haben eine rebellische, sich widersetzende Natur, ganz klar. Und das geht lange, bis diese Muster wieder abgelegt sind. Und über das zweite Chakra können wir versklavt werden, gebunden werden. Da gehören Bindungen oder Abhängigkeiten wie Drogenabhängigkeiten dazu. Die sitzen im zweiten Chakra auch sexuelle Abhängigkeiten. Zum Beispiel, wenn eine Frau von einem Mann geschlagen wird und sich trotzdem nicht von ihm trennen kann. Also er misshandelt sie ständig und sie kommt trotzdem nicht von ihm weg. Oder eine Frau hat mit einem Mann zu tun, der wesentlich unintelligenter ist und der trotzdem über ihr ganzes Leben bestimmt. Dann sitzt die Abhängigkeit im zweiten Chakra. Und hier, wie bei Drogenabhängigkeiten, wie bei allen anderen Abhängigkeiten, regelmäßig Cassia im Bereich des Sakralplexus, also gleich direkt über der Schamregion kreisförmig auftragen, jeden Morgen, jeden Abend, 30 Tage lang. Und dann sitzen, tief atmen und das wirken lassen. Gegebenenfalls sogar genau durch diesen Bereich des Svadhisthana-Chakras ein- und ausatmen. Und still sein. Bei dir sein. In deinem Ich Bin sein. Da wirst du nach 30 Tagen merken, wow, ich bin viel gelöster, ich bin viel freier. Und so manche Abhängigkeiten, so manche Gewohnheiten, die du glaubst, von denen du nie mehr loskommst, stehen jetzt zur Disposition. Das heißt, du kannst jetzt aufs Neue entscheiden, ob du das weitermachst oder nicht. Das Cassia löscht jedenfalls diese bindenden Emotionen und bindenden Informationen. Cassia enthält 80% Phenylpropane. Genau, Phenylpropane, nicht Monoterpene. Die Phenylpropane sind jene biologischen Chemikalien, die am stärksten elektrisch wirken. Sie erhöhen die elektromagnetische Frequenz, was sich förderlich auf unsere spirituelle Entwicklung, auf unsere Aura sowie auch auf unsere körperliche Energie auswirkt. In der Antike war Cassia ein integraler Bestandteil von Tempelweihrauch,
Jetzt geht's los. Jetzt kommen ein paar Riesengeheimnisse. Andere Öle, die einen höheren Gehalt an Phenylpropanen aufweisen, sind die Gewürznelke mit 90%, Basilikum mit 75%, Muskatnuss mit 75% und Zimtrinde mit 73%. Also heiße Öle sind Öle mit einem hohen Gehalt an Phenylpropanen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm dir die beste Spice, die edelste Myrrhe, 500 Lot, und Zimt, die Hälfte davon, 250 Lot, und Kalmus, auch 250 Lot, und Kassia, 500 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums, und ein Hin, Olivenöl, ein Hin, das war eine ziemlich große Kanne, fast 5 Liter. Und mache daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. Und du sollst damit salben die Stiftshütte und die Lade mit dem Gesetz. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Die Juden salbten Stiftshütte, die Bundeslade, das Tabernakel mit dieser Mischung von Ölen. Die Isis-Priesterinnen salbten ihre Ankhs mit ätherischen Ölen, um sie zu reinigen und ihnen eine höhere Frequenz zu geben. Ein Salbungsöl hier, was ein Einweihungsöl ist, was die Frequenzen von Menschen, die damit berührt werden, aber auch Gegenständen erhöht. Du darfst dich erinnern, Ägypten war im Prinzip eine Schwingungs- oder Hochschwingungszivilisation, die Fähigkeiten hatte, die wir heute noch nicht haben. Keiner weiß, wie die Riesenquader so fugenlos in ihre Pyramiden bewegt haben und positioniert haben, dass diese Pyramiden nach Jahrtausenden noch stehen. So sollst du sie weihen, die Stiftshütte, die Bundeslade, sodass sie hochheilig sind. Wer sie anrührt, der ist dem Heiligtum verfallen. Das heißt, diese Gegenstände bekommen dann so eine hochfrequente heilige Schwingung, dass man selbst davon so gesegnet wird, dass man immer damit verbunden bleiben will. Aaron und seine Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen. Also ein Einweihungsöl. Und du sollst mit den Israeliten reden und sprechen: Eine heilige Salbe soll mir dies Öl bei euren Nachkommen sein. Auf keines anderen Menschen Leib soll es gegossen werden. Du sollst es auch sonst in der gleichen Mischung nicht herstellen, denn es ist heilig. Darum soll es euch als heilig gelten. Aus dem zweiten Buch Mose, Exodus. Textstellen sind hier angegeben. Und da haben wir also 500 Lot Myrrhe, 500 Lot Kassia, 250 Lot Zimt und 250 Lot Kalmus mit fast 5 Litern Olivenöl. Das ist dieses heilige Einweihungsöl. Und wir kommen gleich darauf zu sprechen. Kassia für sich selbst wirkt emotional und spirituell beruhigend. Es führt zu einem unmittelbaren Eintritt in ein meditatives Bewusstsein. Auch Kassia wie Sandelholz kann für das geistige Auge verwendet werden. Und aufgrund seiner hohen elektromagnetischen Frequenz kann es zu Hellsichtigkeit beitragen. Im ätherischen Körper kannst du es auch über den Chakren anwenden. Das heißt, du trägst gar nicht auf die Haut auf, sondern 3 bis 5 Zentimeter vom Körper entfernt in einer drehenden Bewegung. Das ist übrigens die Geste des antiken Salbenbereiters. Wenn du diese Geste auf Ikonen gesehen hast und sonst wo, die sind die Salbenbereiter gewesen. Das ist die Geste des antiken Salbenbereiters, der ein Öl oder ein Salböl auftragt. Und auf ein Chakra aufgetragen, immer rechtsdrehend, um das Chakra zu öffnen. Linksdrehend, also gegen den Uhrzeigersinn, um das Chakra zu verschließen. Im ätherischen Körper können wir also Chakren und auch die Aura reinigen mit Kassia. Es verbrennt Blockaden und löst diese auf und es unterstützt die Energieübertragung.
Wenn du regelmäßig mit Kasse arbeitest, wirst du das sehr schön spüren. Vorsicht, Cassiaöl kann Hautirritationen auslösen. Deshalb nur in sehr kleinen Mengen verwenden und verdünnen. Und am ehesten auf die Fußsohlen unverdünnt auftragen. Aber Vorsicht, auf keinen Fall zwischen die Zehen bringen, weil wir haben sehr, sehr sensible Haut zwischen den Zehen. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Einweihungsöl, von dem hier im zweiten Buch Mose gesprochen wird. Gary Young hat dieses Öl nachempfunden, aber ein bisschen verändert, weil in der Bibel ja ganz klar der Hinweis ist, dass es nicht in gleicher Rezeptur verwendet werden darf, außer für Priester, außer für Menschen, die in dieser antiken Tradition stehen. Gary Young hat selbst weitreichende Verbindungen zu dieser Zeit und er hat dann dieses Öl, du siehst, hier ist Olivenöl drinnen, das heißt Exodus 2, diese Ölmischung nach dem zweiten Buch Mose. Und da ist Myrrhe drinnen, Kassia, Zimtrinde und Kalmus, genau wie in der Bibel erwähnt, und Olivenöl als Trägeröl. Gary Young hat aber zusätzlich hinzugefügt, dass Schwarzfichtenöl, das heißt hier Fichtenblattöl, sind eigentlich die Fichtennadeln, Isopöl, Isop, das ist übrigens die deutsche Schreibweise, Hyssop. Meistens schreiben wir es Hyssop, was aber die englische Schreibweise ist. Vetiver, um noch zu erden, und Weihrauch hat er noch hinzugefügt zu dieser Mischung. Aber wenn du mit Exodus 2 gegebenenfalls nicht nur dich selbst salben möchtest, sondern auch Gegenstände, heilige Gegenstände in deinem Zuhause und das täglich tust, eine gewisse Zeit lang, dann wirst du merken, was diese Gegenstände für eine Schwingung und für eine Frequenz annehmen. Exodus 2 ist eine Mischung aus ätherischen Ölen, die reinigende Eigenschaften hat, besonders wenn sie auf die Füße aufgetragen wird. Das ist noch ein interessanter Hinweis. Du kennst das Motiv, die Fußwaschung eines Sünders durch Jesus Christus. Und jetzt kann man sich fragen, was hat ein Weiser, ein Gottessohn, ein Erleuchteter wie Jesus Christus gemacht, da Sündern die Füße zu waschen? Da war natürlich mehr dahinter. Wir wissen, dass Jesus Christus sehr viel mit ätherischen Ölen gearbeitet hat. Es sind in der Bibel viele, viele Referenzen. Insgesamt 18 verschiedene ätherische Öle werden in der Bibel erwähnt. Weihrauch allein wird 1074 Mal in der Bibel erwähnt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt an Exodus 2 denken und an eine Fußwaschung, da werden ja Informationen hinweggenommen, die vielleicht Sünden genannt wurden. Denn in den Fußchakren wird unsere Vergangenheit gespeichert. Der Weg, der hinter uns liegt, der Weg, den unsere Füße schon gegangen sind, der ist auch in den Fußchakren und übrigens auch in den Wadenchakren gespeichert. Und hier so ein hochfrequentes Öl regelmäßig auf die Füße auftragen, ein sehr, sehr interessanter Hinweis. Die Kreuze hinter den lateinischen Ausdrücken bedeutet, dass das auch medizinale Pflanzen sind. Also die sind schon wie heißt dieses alte Medizinbuch aus dem alten Ägypten, da sind sie schon erwähnt worden. Und keine Angst, das Kreuz bedeutet nicht, dass diese Pflanzen schon verstorben sind. Es bedeutet, dass das Medizinalpflanzen sind. Und das wirst du auch sehen. Wenn du danach gehst, übrigens im lateinischen Namen heißt es dann oft auch Officinalis, wenn es eine Medizinalpflanze ist. So, jetzt wechseln wir das Thema. Zedernholz, nächstes Öl. Zeder ist tatsächlich das erste Öl der Menschheitsgeschichte. Das wurde schon vor 6500 Jahren zum ersten Mal destilliert. Auch im Nahen Osten, das ist immer noch die Pflanze, die auf der Nationalflagge vom Libanon drauf ist. Und es ist ein sehr, sehr männliches Öl. Vom Yang her, also von der männlichen Energie her, ist Zedernholz männlicher wie alle anderen Pflanzen. Übrigens, wenn du nach dem Yinsten Öl suchst, nach der weiblichsten
Pflanze, das ist Jasminblüte. Und du nimmst dir also Zedernholz, und Zedernholz ist ein Öl, gibt es einiges darüber zu sagen, auch ein bisschen dickflüssig, auf den Scheitel, auf die Stirn, auf den Nacken und auch auf die ganze Wirbelsäule, auf das Steißbein, auf das Perineum und auf die Füße, sodass du richtig durchströmt bist. Das ist eine richtige Salbungszeremonie, die man mit Zedernholz machen kann, speziell für Männer geeignet, aber auch für Frauen, die die Männlichkeit in sich, das Yang in sich stärken wollen. Es gibt Frauen, die sind so weiblich, dass sie eben immer das empfangende Prinzip sind und dass sie oft nicht, weil sie nicht diese ausstrahlende elektrische Kraft haben, dieses Yang, werden sie oft nicht ernst genommen, obwohl es oft sehr hochentwickelte Menschen sind, die eben mehr auf Empfangen geschaltet sind. Und wenn du eine Frau bist, die immer wieder übergangen wird oder wo Leute sogar sagen, mit der kann man es ja machen, die wehrt sich nicht oder was auch immer, was natürlich komplett daneben ist. Aber was hier eben zu tragen kommt, ist, dass diese Frau so weiblich ist, so magnetisch ist, so im Anziehungsprinzip, dass sie zu wenig das ausstrahlende, das exekutive Prinzip, das männliche Prinzip lebt. Und für so eine Frau ist zum Beispiel die tägliche Salbung mit Zedernholz sehr zu empfehlen. Übrigens würde ich dann Zedernholz mit Ylang Ylang mischen, weil Ylang Ylang gleicht Yin und Yang sehr schön aus. Stetigkeit und Ausgeglichenheit ist die Botschaft von Zedernholz. Es ist der Geist von Integrität, Stabilität und Solidarität mit allen Wesen und Dingen. Das ist also göttliche Männlichkeit. Das ist nicht so Männlichkeit, wo du sagst, ja, wieso soll ich meine Männlichkeit unterstützen? Ich habe genug gesehen, was Männer alles machen. Hier Integrität, Stabilität und Solidarität. Zedernholz hat Qualitäten, die uns stärken, wenn wir uns zu sehr verausgabt haben und wenn wir zu sehr geliebt haben und wenn wir unfähig waren zu vergeben. Wo auftragen? Ich habe schon gesagt, ich kann es nicht jedes Mal doppelt sagen, deshalb bitte aufpassen oder sich es in der Aufzeichnung nochmal ansehen. Es gibt uns die Kraft und den Mut, unseren Weg fortzusetzen. Zedernholz drängt uns, an unseren Träumen festzuhalten und bringt unsere Hoffnungen zur Verwirklichung. Zedernholzöl zu inhalieren entspannt den überanalytischen Verstand. Es ist tatsächlich ein Öl, was von Managern verwendet wird, die auf dieses Geheimnis draufgekommen sind. Es ist ein Öl, was in vielen Männerparfums und Rasierwassern drinnen ist. Unter anderem Old Spice. Die Rezeptur von Old Spice beruht auf dem Zedernholzöl. Das ist ein Welterfolg unter den Männerprodukten seit 1928. Verwende Zedernholz vor und nach Geschäftsterminen, wenn es darum geht, klar zu sein und ruhig zu sein und auf den Punkt zu kommen. Also die Dinge dann auch entscheiden zu können, schnell zur zentralen Angelegenheit zu kommen. Zedernholz hilft uns auch, eine mentale Verstopfung aufzulösen. Das heißt, hin und wieder kreisen die Dinge, kreisen die Gedanken immer um dasselbe Ding. Wir kommen von gewissen Gedanken nicht los. Das ist wie eine Verstopfung, wie ein Katar, ein Gedankenkatar. Und da hilft tatsächlich Zedernholz. Da kommst du wieder ins Fließen und vor allen Dingen hängst du dich nicht an den Sachen auf, die dann sowieso unwichtig sind, sondern Zedernholz gibt dir diese Analyse, diese Klarheit und Schärfe im Geist, das Wesentliche in jeder Angelegenheit zu erkennen. Zedernholz hat eine reinigende Energie, die hilft, emotionale Gifte aus unseren Subtilkörpern zu entfernen. Dazu hilft natürlich eine Ganzkörpereinreibung. Und hier kannst du natürlich das Öl auch verdünnen, aber wenn du dir einmal in der Woche eine Ganzkörpereinreibung mit Zedernholzöl gönnst und dann in die Dusche gehst oder in die Badewanne, wirst du merken, was das tut. Und was da an Erleichterung kommt. Denn wir fangen so manche Energien in den verschiedenen Schichten unserer Aura auf und tragen die dann weiter mit uns, weil wir sie ja nicht loslassen und weil wir sie nicht auflösen können. Die wenigsten Menschen können das bewusst. Zedernholz richtet das Herzchakra aus und bringt so Mentalkörper, physischen Körper über das Herzchakra in Ausrichtung und erlaubt die Erfahrung eines gerechten Daseins.
Zedernholzöl stimuliert Erinnerungen vom Erfahren wahrer spiritueller Liebe und aktiviert Gefühle von völliger Sicherheit und dem Geschütztsein durch diese Liebe. Zedernholz wird seit über 6500 Jahren verwendet, von so unterschiedlichen Zivilisationen wie der ägyptischen und der tibetischen Tradition, zum Beispiel als Meditationshilfe von tibetischen Buddhisten und anderen Traditionen. Allerdings die Zeder, die fälschlich so genannt wurde in Nordamerika, ist tatsächlich eine Form von Wacholder. Und das ist ganz faszinierend. Wenn du im Grand Canyon bist, da hast du viele Pflanzen, das sind so wie kleine Zedern, aber das sind Wacholder. Und es gibt 8 verschiedene Wacholderarten, die natürlich auch eine sehr interessante Pflanze sind, aber nicht zu verwechseln mit der Zeder. Zedernholz soll die Spiritualität und unsere Verbindung mit dem Göttlichen verstärken. Und Zedernholz wurde als Baumaterial für Tempel und Altäre im Reich König Salomons verwendet, aufgrund der unverdrehbaren, denn Zedernholz ist ein Holz der Wahrheit und der Standfestigkeit, aufgrund der unkorrumpierbaren Qualität von Zedernholz. Zedernholz kann als Deodorant für die Achselhüllen verwendet werden. Du kannst dir auch eines der Deodorants verwenden, die eben biologisch sind, die keine Aluminiumsalze haben, und dann einen Tropfen Zedernholzöl drauftragen und das dann einreiben. Oder du nimmst nur den Tropfen Zedernholz, ein Tropfen je Achsel. Dieser Duft ist für Männer sehr gut geeignet, da die Zeder männliche Phytohormone enthält. Also der Mann wird noch männlicher und anziehend auf der Ebene. Inhalation dieses Öles hilft, die Aufmerksamkeit und Konzentration zu stärken. Hier wieder der Hinweis, Inhalationsöl wäre dann eine aromatische Verwendung, dann darauf achten, das aromatische Öl mit den Gefahrenzeichen zu bestellen. Zedernholz harmonisiert Beta- und Theta-Gehirnwellen, kann also von oberflächlichen Gedanken in die tiefe Meditation führen. Der Gehalt an Sesquiterpenen ist 98%. Das ist hier nochmal die Hitliste, die Rangliste der sesquiterpene-reichsten Öle. Und im Buch der Könige wird gesagt, von den mächtigen Zedern im Libanon kam das duftende und extrem haltbare Holz, das gebraucht wurde, um die Tempel des Salomon zu erbauen. Und er redete von Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Wand wächst. Zypresse. Zypressenöl, wiederum ein weibliches Öl. Das ist jetzt sehr interessant und ich gebe am Schluss dieses Webinars noch eine genaue Aufstellung. Welches Öl ist weiblich, welches Öl ist männlich? Und dann 2 Öle mit Sonderstellung, nämlich Cassia und Onycha. Sandelholz ist männlich, ein Shiva-Öl. Zedernholz ist das männlichste Öl. Zypresse ist jetzt ein sehr weibliches Öl. Es bringt alles ins Fließen. Zypressenöl ist hilfreich in Zeiten des Übergangs, wenn du etwas hinter dir lassen darfst, wie zum Beispiel bei Karriereschritten, bei Umsiedelungen, bei in den Wechseljahren und bei großen spirituellen Entscheidungen. Zypresse hilft auch bei schmerzvollen Veränderungen wie Verlusten von nahen Personen oder auch wenn eine enge Beziehung endet. Da kann man sich fragen, was ist schmerzhafter? Der völlige Tod einer Person, die man dann nie mehr wiedersehen wird, oder eben, dass man sich trennt und vielleicht die Person auch nie mehr wiedersieht. Zypressenöl hat Frequenzen, die zwischen der physischen und der ätherischen Ebene liegen, was auch der Grund ist, warum es verwendet werden kann, um Kraft und Trost zu geben zum Zeitpunkt des Todes. Zypresse hilft, die Fähigkeit wiederzuerlangen, mit dem Leben zu fließen, ohne der Angst, was der nächste Schritt ist oder was der nächste Schritt mit sich bringen wird. Zypresse gibt Stärke und energetischen Schutz jenen, die verwundbar und unsicher sind oder die ihren Daseinszweck verloren haben. Zypressenöl kann auch verwendet werden, wenn man von einer Situation wieder loslassen und weitergehen muss. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Öl,
die Dinge fließen zu lassen, wenn du irgendwo steckst, wenn du irgendwo in einer Blockade bist oder wenn irgendwelche Körperteile sich blockiert anfühlen wie eine Stauung, dann ist immer Zypressenöl das Richtige zur Anwendung. Empathie. Was ist Empathie? Empathie bedeutet, dass ein Mensch die Gefühle und Emotionen eines anderen Menschen eins zu eins in sich spürt. Und da ist hin und wieder eine Trennung. Was sind jetzt meine Gefühle? Was sind jetzt deine Gefühle? Sehr, sehr hilfreich. Es kann aber einem Partner natürlich, wenn er es bewusst beherrscht, seine Empathie, einen Menschen regelrecht emotional lesen, so wie ein Telepath einen anderen Menschen mental lesen kann. Übrigens hier wieder der Hinweis, Zedernholz und dein Denken in die Ruhe bringen oder auch Sandelholz und dein Denken in die Ruhe bringen. Das sind die Öle, die in Richtung Telepathie führen können. Telepathie funktioniert aber bei den meisten Menschen deshalb nicht, weil sie so viel Gedanken haben, weil sie so ständiges inneres Selbstgespräch haben. Tatsächlich fangen wir öfter die Gedanken anderer Menschen auf, als es uns bewusst ist. Wir können es nur nicht unterscheiden. Aber hin und wieder, wenn du zum Beispiel im selben Moment dasselbe denkst wie deine Freundin und dann sag mal, ich habe auch gerade etwas gedacht, dann hast du so ein Beispiel. Oder wenn jemand dich anruft und du weißt schon, wo das Telefon klingelt, die Person ist es, die jetzt anruft. Wir sind also auch auf mentaler Ebene viel mehr verbunden, wie es den meisten Menschen bewusst ist. Wir Zedernholz und Sandelholzöl, um telepathische Fähigkeiten besser einzusetzen. Jeder Mensch ist auf der mentalen Ebene natürlich mit allen anderen Menschen verbunden. Kaum einer schult das jemals. Empathen sind auch viele Menschen, im Prinzip alle Menschen. Aber es ist eine Frage, wie sehr lassen sie es zu und wie sehr entwickeln sie diese Fähigkeit, auf emotionaler Ebene sich zu verbinden. Wenn der göttliche Gebrauch von Empathie stattfindet, können empathische Fähigkeiten sehr wichtige diagnostische Informationen liefern über die Energie, die verleugnet oder unterdrückt wird im Unbewussten des jeweiligen Menschen, im unterbewussten Denken oder auch im vitalen, emotionalen Körper. Das heißt, der Mensch merkt es selbst gar nicht, was er da für verdrängte Anteile, für verdrängte Gedanken, für verdrängte Gefühle hat. Der Empath spürt das aber sofort. Göttlich richtiger Gebrauch bringt die angemessene empathische Energie zum Einsatz und bleibt nur so lange in Verbindung wie nötig, um Informationen zu interpretieren. Dann trennt sich die richtig eingesetzte empathische Energie bewusst und vollständig. Ganz wichtiger Hinweis, du gehst rein, fühlst und dann ziehst du es wieder zurück, du brichst quasi die Brücke wieder ab. Weil sonst trägst du ständig die Emotionen und Energien des anderen mit dir herum. Es liegt dann an dem Individuum, wenn du dem Individuum dann mitgeteilt hast, das und das habe ich jetzt gespürt, was diese Person damit macht. Für dich ist es keine Angelegenheit, diese Person zu beeinflussen. Das darfst du nicht. Jedes Wesen hat eine Entscheidungsfreiheit. Was du aber machen kannst, wenn die Person dich darum bittet und du bist Empath, du kannst der Person sagen, was hast du gespürt. Aber was du damit anfängst, wie du das interpretierst, das kannst du gar nicht so gut wie die Person selbst, weil nur die Person selbst weiß, wie viele Faktoren damit zusammenhängen. Das ist also ein wichtiger Hinweis hier, es gibt so falsche Gurus, die Empathen sind und die dann tatsächlich was richtig wahrnehmen, aber das dann in die völlig falsche Richtung interpretieren. Deshalb, das ist ganz wichtig, das Selbstbestimmungsrecht jedes Wesen immer respektieren. Und das, dieses dann wieder Abstand nehmen und nicht eingreifen in das Leben des anderen, führt auch dazu, dass der empathische Empfänger davor bewahrt wird, ein karmisches Band zu schaffen, was ihn dann zu sehr mit dieser anderen Person verbindet und tatsächlich bindet. Der Milzpunkt unter dem linken Brustkorb, circa hier gelegen, da kannst du Zypressenöl rechtsdrehend auftragen und das bereinigt Blockaden im Energiefluss. Warum? Weil hier das Chakra ist, das Milzchakra, wo wir kosmische Energie, kosmisches Prana aus dem Universum aufnehmen.
Und das ist auch bei vielen Leuten blockiert, das Milzchakra, deshalb haben sie oft nicht so die Energie, die sie bräuchten. Wenn Zypressenöl im Bereich der Eingeweide oder des Unterleibs aufgetragen wird, wieder immer rechtsdrehend, wenn wir es öffnen wollen oder auflösen wollen, und linksdrehend, wenn wir es verschließen wollen oder wenn wir uns schützen wollen, dann befreit Zypressenöl stagnierende Energie und Glaubensmuster in diesem Bereich. So, dann kommen wir auf ein sehr interessantes Thema, weil die Milz eben Energien aufnimmt und eigentlich nicht die Milz, sondern das Milzchakra, was im Nahebereich der Milz gelegen ist, sind wir da sehr empfänglich und so manche Menschen haben dann energetische oder emotionale Kabeln am Milzchakra hängen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch an dir hängt und dich aussaugt, also dich vampirisiert. Falls du das schon mal erlebt hast, das läuft über die Milz. Energetisch gesehen ist jetzt Zypressenöl das richtige Öl. Es entkoppelt nämlich Anhaftungsmuster der Milz oder des Milzchakras. Verkabelungen und Anhaftungen werden zwischen Menschen geschaffen durch zu große empathische Verbindungen. Dies siehst du sehr oft bei Heilern, die oft sehr erfolgreich sind, später aber jämmerlich zugrunde gehen. Warum? Weil sie sich zu sehr empathisch mit ihren ganzen Klienten verbunden haben und dann immer mehr auch diese Energien aufnehmen, ohne sich davon zu reinigen. Auch Krankenschwestern und emotionales Pflegepersonal ist oft empathisch. Anderen Leuten dazu zu helfen, sich besser zu fühlen, ist alles, was sie kennen. Und sie sind sich dabei aber oft nicht der karmischen Implikationen bewusst, wenn wir zu stark mit den Energien oder Emotionen anderer eins werden. Oder nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt meine Emotion und was ist jetzt die Emotion der anderen Person. Viele Menschen sind unbewusste, empathische Empfänger und sie übernehmen die Wirklichkeiten und Gebrechen anderer Menschen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das heißt, und das kennen wir auch von Hunden, dass Hunde zum Beispiel, Hunde sind oft große Empathen. Und auch Katzen haben enorme Energie, Katzen haben riesige Aura verglichen mit ihrer Körpergröße. Aber empathisch gesehen sind Hunde viel, viel dienender am Menschen wie Katzen. Sie nehmen oft wirklich schwierige Energien ihrer menschlichen Besitzer auf und tragen sie dann am eigenen Leib ab. Das heißt, der Hund leidet dann quasi für den Hundehalter. Ein kleiner Hinweis zur Vorsicht: Seid ihr bitte bewusst, dass jede Person, mit der wir es zu tun bekommen, auf eine Art ein Spiegel unserer eigenen Themen ist und daher auch deine eigenen Themen in dir auslösen kann und wird. Das bedeutet nicht, dass du dir die Themen oder Energien der anderen Person aufnimmst. Es bedeutet, dass wenn das geschieht, also zack, ist das plötzlich da, dann ist das etwas, was in dir getriggert wird. Weil du empathisch bist und weil dieses Thema auch in dir schlummert und du willst nicht sehen. Du hast das Thema bisher nicht adressiert. Jetzt kommt es zum Vorschein und du kannst der Person, die dir das quasi vor Augen führt, eigentlich dankbar dafür sein. Weil immer wenn dir das Thema gezeigt wird, du sagst natürlich, wieso ist der so, wieso benimmt sich der so, wieso redet der so oder was auch immer, ist oft eben eine Allergie gegenüber dem eigenen, was wir in der anderen Person sehen. Und dann ist es eine Chance, das zu transformieren. Zypresse ist ein Moderator. Es ist gut für alles, was übertrieben wird. Die Zypresse wirkt sehr erdend. Sie ist der Ausgleicher des weiblichen Systems und verstärkt Yin. Sie ist hilfreich, den natürlichen Lauf der Dinge zu unterstützen und sie unterstützt den Übergang des Sterbens und hilft auch bei Trauer. Das ist das dauerhafteste Holz, was es gibt auf unserem Planeten. Zum Beispiel sind die Türen des St. Petersdoms in Rom aus Zypressenholz gefertigt. Die wurden im Jahre 800 eingesetzt und sind jetzt nach über 1200 Jahren immer noch sehr, sehr ansehnlich. Gemäß Überlieferung wurde übrigens auch das Holz der Zypresse beim Bau der Arche Noah verwendet. Und so gab Hiram dem König Salomo Zedernholz und Zypressenholz nach all seinem Begehr aus dem Buch der Könige.
Die Herrlichkeit des Libanon soll zu dir kommen, Zypressen, Buchsbaum und Kiefern miteinander, zu schmücken den Ort meines Heiligtums. Denn ich will die Stätte meiner Füße herrlich machen. Aus dem Buch Jesaja. Weihrauch. Weihrauch, auch Olibanum, der Schützer des Himmels. Wir haben oft den Namen Frankincense auf den Weihrauchfläschchen drauf. Und das Weihrauchöl ist schon zu biblischen Zeiten bekannt gewesen. Das wäre der Baum gewesen, der auch im Garten Eden war, im Paradies. Apokryphe Schriften berichten davon aus biblischer Zeit, dass das Weihrauchöl auch im, also der Weihrauchbaum auch im Garten Eden gewachsen ist und dass Gott, Adam und Eva, wie sie dann das Paradies verlassen mussten, diesen himmlischen Baum quasi in physischer Form mitgab, als sie sich dann materialisierten und auf der Erde leben mussten und in diesem polaren Universum leben mussten. Die Frage war übrigens da, warum goldene Etiketten? Und das hat Gary Young einfach so gemacht. Vieles hat er intuitiv gemacht. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Weihrauch im goldenen Etikett und einem Weihrauch im roten Etikett oder einem Zedernholz im goldenen Etikett, Zedernholz im bräunlich-orangenen Etikett? Eine Energetikerin aus Graz hat es mal ausgemessen, energetisch, und sie hat gesagt, dass dasselbe Öl im Bibelöleset die doppelte Anzahl von Bovis-Einheiten hat, wie das Zedernholzöl oder das Weihrauchöl in der regulären Flasche mit dem färbigen Etikett. Die Frage ist jetzt natürlich, Young Living, tut da aber trotzdem das normale Öl rein? Was ist jetzt die Erklärung, warum die goldenen Etiketten dann eine höhere Frequenz, eine höhere Energie haben? Ich nehme an, und das hat auch diese Grazer Energetikerin gesagt, dass sich da um eine Synergie handelt, dadurch, dass die Bibelöle eben immer zusammen aufbewahrt werden, haben sie so ein Feld. Und man bewahrt sie dann auch gerne zusammen auf, weil sie eben so schön golden sind und zusammenpassen. Und übrigens, wenn du so vereinzelte goldene Fläschchen stehen hast, die fühlen sich ein bisschen verloren an. Also du tust gut daran, deine Bibelöle immer im Set aufzubewahren, wenn du ihre synergistische Energie stärken möchtest. Weihrauch wird auch Olibanum genannt. Dieser süße Schützer des Himmels operiert weit jenseits des aurischen Feldes in den Lichtwelten. Es ist adaptogen, und zwar spirituelles Adaptogen. Du weißt ja, Lavendel, Pfefferminze sind starke physische Adaptogene. Und es wird sich dem spirituellen Zustand der jeweiligen Person anpassen. Weihrauchöl hält sich die Weisheit aller Zeitalter in sich. Es ist wie ein Einweihungsöl, es ist wie ein Wissensöl, wie ein Weisheitsöl. Das heißt, wann immer du Weihrauch verwendest und aufträgst, wo aufträgst? Zuallererst auf die Stirn aufträgst. Zweitens auf den Nacken aufträgst. Drittens auf den Scheitel aufträgst, sehr dünnflüssiges Öl. Viertens überall aufträgst, wo dir danach ist. Meine Lieblingsanwendung ist Stirn, Nacken, Scheitel. Dann wartet das Weihrauchöl ab, nach was gefragt wird. Das heißt, verwendest du die Technik des Fragens? Machst du Fragen an das Unterbewusste? Machst du Fragen an dein Überbewusstsein? Fragst du in Form von Gebeten, nach Führung? Weihrauch hilft dann, dass du diese Fragen an den richtigen Adressaten bringst und die Antworten kommen. Und Weihrauch kann alles tun, was verlangt wird. Weihrauch kann, weil es eben göttlichen Ursprungs ist und legendärerweise eben aus dem Garten Eden kommt und dann materialisiert wurde als physischer Baum, kann es bösartige Energien aufspüren, die einer Person anhaften, und es hat die Autorität und Macht, die Entfernung von allem Unerwünschten aus einem Haus, aus einem Zimmer oder aus der Aura eines Menschen zu assistieren. Wellen von spirituellem Schock oder Verlust, wenn der Geist den Körper verlassen mag, kann Weihrauch uns sanft in unsere irdische Wohnung zurückführen.
Sehr interessanter Hinweis. Du kennst ja Lazarus, der quasi zurückkam von den Toten. Und in Wirklichkeit gab es eben Fälle, wo aus normaler medizinischer Sicht die Person tot war, aber Jesus hat mit dem Weihrauchöl hantiert und die Person wieder zum Leben gebracht. Und das sind wieder Sachen, die wir von den Essenern wissen, aus Apokryphenschriften wissen, die im offiziellen Evangelium nicht drinnen stehen, obwohl es oft im selben Absatz steht, aber die Beziehung wurde entfernt. Warum könnte es sein, dass die Seele im Körper bleiben will, wenn sie Weihrauch riecht? Weil eben Weihrauch sie an ihr Zuhause erinnert, an den Garten Eden, an den Ursprung. Und deshalb, wo immer Weihrauch verwendet wird, tut das der Seele gut. Weihrauch hilft jedem von uns, mit jenem Teil von uns in Verbindung zu sein, der ewig und göttlich ist. Also Weihrauch hält deine Verbindung mit deinem göttlichen Selbst aufrecht, mit deinem Ich Bin. Es ist eines der ältesten unter den Ölen und wird seit über 3000 Jahren nachweislich verwendet. Wenn du es auf den Brustkorb aufträgst, hat es die Fähigkeit, den Atem zu vertiefen und zu verlangsamen, so wie das auch die Yogis tun, und bringt auf diese Weise unseren Körper und Geist in einen meditativen Zustand. Weihrauch befördert dadurch, dass die Atmung tiefer und ruhiger wird, auch die Sauerstoffversorgung, was wiederum die Lebenskraft im physischen Körper stärkt. Weihrauch hilft beim Brechen von Verbindungen mit der Vergangenheit, speziell wenn diese persönlichem Wachstum entgegenstehen. Das heißt, nicht alle unsere Verbindungen, menschlichen Beziehungen sind hilfreich für uns. Einige unserer Verbindungen mögen schädlich für uns sein. Weihrauch hilft uns, diese aufzulösen. Verwende Weihrauch in Vollbädern. Wenn du in die Badewanne gehst, mindestens 45 Minuten immer wieder warmes Wasser nachlassen, 45, 50 Minuten, mit der bewussten Intention, alle alten Verbindungen abzuwaschen, wenn sich diese wie Hindernisse anfühlen sollten. Das heißt, du hast dich von einem Menschen getrennt und irgendwie spürst du, der hängt noch an mir oder da haftet mir noch was an, was ich nicht mehr will. Dann nimm mal eine Zeit lang, einmal in der Woche, ein Vollbad in Weihrauch. Würde dann empfehlen, natürlich im, wie heißt das, in dem Salz, Badesalz oder in Sahne oder in Honig, also in einem Emulgator, weil sonst löst sich's nicht direkt in Wasser auf. Und du wirst dann staunen, was Weihrauchöl für dich tut, um dich zu reinigen. Weihrauch ist historisch gesehen auch eines der wichtigsten Salbungsöle für Sterbende. Welche haben wir da? Sandelholz, Myrrhe, Weihrauch und Zedernholz. Und hält die Seele mit der göttlichen Präsenz in Verbindung. Weihrauch und deshalb auch aufs Stirnchakra aufgetragen, ist ein exzellentes Öl für das sechste Chakra. Hilft in der Veränderung von Wahrheit und unterstützt Hellsichtigkeit. Wie kannst du jetzt die Wahrheit verändern? Die Wahrheit selbst kannst du nicht verändern, aber was du siehst von der Wahrheit, die Veränderung der Wahrnehmung von Wahrheit, die wird durch Weihrauch verändert. Das ist so, das hast du sicher in deinem Leben schon erlebt, dass du irgendwann plötzlich wieder einen Schritt in deine Entwicklung getan hast und plötzlich fiel es dir wie Schuppen von den Augen, weil du das größere Bild gesehen hast, weil du die größere Wahrheit gesehen hast. In diesem Sinne gehen wir von Wahrheit zu Wahrheit zu Wahrheit, aber je mehr wir die jeweils höhere Wahrheit sehen, desto besser verstehen wir das Ganze. Und hier ist Weihrauch hilfreich. Wie viele Tropfen Weihrauch in der Badewanne? Nach Gefühl, nach Gefühl und nach Person und nach Geldbeutel. Ich würde immer, wenn ich ein Vollbad nehme, nehme ich so meistens 13 Tropfen. 13 ist eine Zahl, die ich gerne habe. 10 bis 15 Tropfen oder wenn du ein schwächeres Vollbad willst, 5 bis 7 Tropfen. Auch das Scheitel und das Herzchakra dehnen sich unter dem Einfluss von Weihrauch aus, wenn neue Wirklichkeiten wahrgenommen werden. Der Lichtkörper vergrößert sich beim Erfahren von neuen Wirklichkeiten und höheren Bewusstseinsdimensionen. Das heißt, du verwendest Weihrauch und dein Lichtkörper wird größer.
Weihrauch unterstützt die Erinnerung an deinen göttlichen Ursprung, hilft Vernebelungen im Geiste aufzulösen, stimuliert das dritte Auge und Scheitelzentrum, verbindet dich mit den spirituellen Welten. Weihrauch hat nicht so einen hohen Gehalt an Sesquiterpenen, nur 8 bis 11%, aber 40% Gehalt an Monoterpenen. Das hebräische Wort für Weihrauch, Yewona, mitunter als Räucherung übersetzt, kommt in der Bibel 22 Mal vor. Insgesamt kommt das Wort Weihrauch 1074 Mal in der Bibel vor. Jetzt werde ich dir die Leviten lesen aus dem Buch Levitikus. Und Aaron soll den Weihrauch aufs Feuer tun vor den Herrn, auf dass die Wolke vom Weihrauch den Gnadenthron bedecke, der auf der Lade mit dem Gesetz, also der Bundeslade ist, damit er nicht sterbe, soll er Weihrauch auf das Feuer vor dem Gnadenthron tun, damit das richtig nebelt und die ganze Bundeslade eingehüllt ist, so dass er nicht sterbe, damit sicherlich gemeint spirituell Unsterblichkeit. Aber ein interessanter Hinweis, der älteste Mensch der Geschichte hat sich immer wieder Weihrauch, und zwar täglich Weihrauch, auf die Stirn aufgetragen. Und er wurde 966 Jahre alt. Wer weiß, wie der hieß? Bitte in den Chat eintragen. Und während wir auf die Eintragung warten, da gab es dann natürlich Bibelforscher, die sagten, das ist ja unmöglich, wie kann der 966 Jahre alt werden? Da handelt es sich sicher um biblische Jahre. Also für die Juden ein biblisches Jahr war 40 Jahre. Und das war dann mit 966 Jahren eher zu erklären. Aber dann hat dieser, und vielen Dank Heidi, sofort reagiert, gratuliere, genau Danica, Methusalem. Der Methusalem hat dann mit 204 Jahren aber schon seinen ersten Sohn bekommen. Sonja, Edeltraut, alle richtig, Helga, fantastisch. Super, 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 so viele, die das wissen. Also, tragt täglich Weihrauch auf eure Stirn auf, wenn ihr das dem Methusalem gleich tun wollt. Aus kosmetischer Sicht ist Weihrauch nach Sandelholz eines der besten Hautöle. Und wie gesagt, Methusalem hatte mit 204 Jahren seinen ersten Sohn. Wenn er da also 40 Jahre, biblische Jahre gemeint waren, dann wäre er erst 5 Jahre alt gewesen, wo er seinen ersten Sohn bekommen hat. Das heißt, diese 966 Jahre des Methusalem sind der Spitzenwert, der irgendwo in menschlichen Schriften steht. Und wer weiß, warum. Myrrhe, das nächste Öl. Und wenn jetzt Weihrauch ein Öl von Gott Vater ist, dann haben wir mit Myrrhe ein Öl von der Mutter Gottes. Das Öl der Mutter Gottes, übrigens oft schwer aufzumachen. Myrrhe wird sehr schön hart und fest. Es ist ein Harzöl eben, und das Harz wird dann wieder fest. Wenn du ein Myrrenölfläschchen nicht aufkriegst, dann hilft es, dass das Käppchen und den Kopf dieser Ölflasche unter den heißen Wasserstrahl zu halten. Eine Minute, 2 Minuten, dann erwärmt sich das und dann geht es leicht wieder auf. Myrrhe, gibt es 3 spezielle Punkte, auf die du es auftragen kannst. Tatsächlich auf den Unterleib, auf dein Geschlechtsorgan, speziell als Frau, auf das Perineum als Mann, auf den Nacken, speziell wenn man ein Mann mit steifem Nacken ist oder ein Stiernacken oder ein Militär, die steife Nacken haben, und natürlich auf das Herzchakra. Wenn du alles ins Fließen bringen möchtest, dann hast du mit Myrrhenöl ein wunderbares Muttergottesöl, was dich wieder in die Mutterliebe bringt. Und Myrrhe hilft gegen einengende Emotionen. Einengende Emotionen bewirken ein sehr dichtes und erschöpfendes Gefühl. Viele Leute glauben, dass es sie schützt, wenn sie ihr Herz zumachen, wenn sie die Gefühle ihres Herzens unterdrücken. In Wahrheit jedoch hält es sie in einem Zustand der Abtrennung und Isolation und verstärkt den Irrtum und die Illusion. Also,
Diese verleugneten Emotionen schaffen in der Folge Wände und Panzer um die Aura herum, was wiederum die Fähigkeit des physischen Körpers blockiert, erneuernde Lebensenergien anzuziehen. Dichte Wände um die Aura herum machen es unangenehm, im Körper zu weilen. Mit Myrrhetich-Salben macht es die reinste Freude, in deinem Körper zu weilen. Die Energie der Myrrhe bewirkt ein Gefühl, von in Liebe eingehüllt zu sein. Und diese Liebe reflektiert alle schädlichen Einflüsse und stößt sie ab. Und das Herz lässt die Myrrhe wieder offen sein. Massiere deinen Nacken mit Myrrhenöl, um die Notwendigkeit nach Kontrolle zu reduzieren. Wenn du also so Alpha-Persönlichkeiten kennst, so Control-Freaks, so Leute, die andere beim Schlafittchen backen, das sind genau die, die Myrrhenöl selbst im Nacken brauchen. Warum gibt es Leute, die Control-Freaks sind, die Micromanager sind? Sie haben ein Problem mit dem Vertrauen. Sie können anderen nicht vertrauen, sie können nicht loslassen. Deshalb sind sie so steif und halten so fest. Also Myrrhe als Abhilfe gegen Control-Freaks und Micromanager. Das Öl der Myrrhe hilft einer Person, sich aus der Konditionierung des Massenbewusstseins zu lösen. Du beginnst dann wirklich als Individuum, als einzigartiges Wesen dich zu entwickeln. Denn soziale Normen, wenn du ins Korsett gesteckt wirst, wenn die Gleichmacherei immer stärker wird, aufgrund von Political Correctness und was auch immer an Modewellen, wo jeder denkt, ich muss da auch mitmachen und er überlegt sich gar nicht, wo mache ich da eigentlich mit. Diese sozialen Normen, denen wir oft mehr und mehr nachgeben, erschöpfen die spontanen Energien des Menschen und er verliert seine Einzigartigkeit und hindern so seine Freude daran, im Jetzt zu sein, in seinem Jetzt, in seinem Ich-Bin zu sein. Ausgedehnte Verwendung von Myrrhenöl hilft der Person, ihre eigenen Normen, geführt von der inneren Quelle, zu entwickeln. Das heißt, du bekommst deinen eigenen göttlichen Kompass, weil Myrrhe ist ein Herzensöl und du lebst mehr und mehr nach deinem eigenen inneren göttlichen Kompass. Die Verwendung von Myrrhe hilft in Angelegenheiten des Vertrauens. Wie gesagt, Menschen, die Probleme haben zu vertrauen, werden durch Myrrhe wieder mehr Vertrauen schöpfen. Eine entsprechende Absicht verbunden mit der sanften Energie dieses Öls ermutigen, sich die Ängste anzuschauen, die zu einem Verlust von Vertrauen geführt haben. Warum hast du das Vertrauen verloren? Wo und wann hast du das Vertrauen verloren? Bei wem hast du das Vertrauen verloren? Sobald der innere Widerstand aufgedeckt ist, kann das Vertrauen in das Selbst wieder aufgebaut werden. Myrrhenöl ist seit mindestens 4000 Jahren in Verwendung. Verwende es als Hilfe in der Meditation oder vor Wellness- und Massage-Sessions. Myrrhe stärkt das erste Chakra an der Basis der Wirbelsäule, also nochmal im Bereich des Perineum oder sogar auf dem Geschlechtsorgan auftragen, weil es ist die Mutterenergie, die Shakti-Energie. Ist ein enorm mildes, hautfreundliches Öl und stärkt deine sanfte Power, deine sanfte Shakti-Energie. Die Kraft der göttlichen Mutter. Myrrhe ist besonders wertvoll für Leute, die fühlen, emotional oder spirituell festgefahren zu sein und die in ihrem Leben wieder vorwärts gehen möchten. Myrrhe wird verwendet, um den Zustand des in der Gnade Stehens zu bewirken und beizubehalten. Es ist gut für Menschen, die Angst haben, ihre Gefühle auszudrücken. Dieses Öl bewirkt Vertrauen und Bewusstheit. Die zentrierenden Eigenschaften von Myrrhe machen es zu einem exzellenten Inhalationsöl. Wieder der Hinweis auf die entsprechende Art von Öl. Ist es ein Nahrungsergänzungsmittelöl? Ist es ein Wellness- oder Kosmetiköl? Ist es ein Öl zur aromatischen Anwendung? Und ein exzellentes Inhalationsöl für zwanghafte Esser, die nämlich nicht wegen dem Essen, sondern um Emotionen zu verdrängen, so viel essen. Emotionen, die sie nicht aufarbeiten können.
Und sie kommen dadurch, dass sie sich mit Essen zu viel oder auch zu wenig, es gibt eine Reihe von Ernährungssymptomen bei Menschen, wo sie eben zu wenig essen oder gar nichts essen. Und das hat immer den Hintergrund, dass sie sich dadurch so, durch so ein extremes Verhalten von etwas anderes, was sie nicht verdauen können, ablenken wollen. Die Myrrhe hilft uns realisieren, dass wir von unseren Wunden, unseren Verletzungen, emotionalen Wunden, Ego-Wehwehchen, oft sind es ja Ego-Verletzungen, loslassen dürfen. Vergeben, vergessen und weitergeben. Vergeben, vergessen und weitergehen. Vergebung bedeutet drei Dinge: vergeben, vergessen und weitergehen. Energetisch hilft uns Myrrhe, die Märtyrerbürde von Leid und Sorge zu überwinden. Sie ist ein exzellentes Öl für Heiler und Gesundheitsarbeiter, die das Leid jener mit sich tragen, an deren Heilung sie arbeiten. Der Duft von Myrrhe hilft auch, die Notwendigkeit für Gerechtigkeit und gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, loszulassen. Das sind also die Selbstgerechte, die Personen, die dann so richtig Jeanne d'Arc spielen, die Flagge und die sagen so, ich stehe jetzt für die Gerechtigkeit ein und gegen die Ungerechtigkeit. Und obwohl sie es gut meinen, sobald ich mich in irgendeiner Form zu intensiv oder fanatisch verhalte, wird dieses Gerechte zum Unrecht. Weil jedes Wesen hat die freie Wahl und es steht uns nicht an, dann quasi zur Kämpferin für die Gerechtigkeit zu werden, wenn es nur unsere eigene Wahrnehmung ist. Jedes Wesen darf für sich selbst wählen und deshalb auch die Wichtigkeit, den Menschen immer mehrere Wahlmöglichkeiten zu lassen und die Menschen für sich, dass sie lernen, das ist mein Leben. Ich darf für mich entscheiden. Myrrhe bewegt den Energiefluss im Körper, macht die Haut sanft und seidig. Das ist mit Sandelholz und Weihrauch das dritte tolle Hautöl. Es gibt noch andere, natürlich die Rose, natürlich Copaiba, natürlich Geranie und ein paar andere, aber aus den biblischen Ölen sind das die Top 3: Sandelholz, Weihrauch und Myrrhenöl. Macht die Muskulatur weich und entspannt nach dem Sport. Die Bibel erwähnt, dass für Esther, als sie für ihre Heirat vorbereitet wurde, Kassia, Myrrhe und Sandelholz gemischt wurden und ihr Körper täglich während 30 Tagen damit von ihren Mägden massiert wurde. 30 Tage. Das ist ein sehr interessanter Hinweis, denn wir machen ja Öle-Challenges, die auch 30 Tage dauern und man findet in der Bibel so manche Hinweise, dass die schon bestimmte Ölanwendungen jeweils 30 Tage lang gemacht haben. Myrrhe hat einen Gehalt an Sesquiterpenen von 62%, wurde für Beerdigungen verwendet und von David und Salomon hochgeschätzt. Es war eines der Bestandteile des heiligen Salböls Mose. Das kennen wir jetzt schon. Welches ist dieses heilige Salböl? Mose, wo haben wir es? Dieses da. Das Exodus 2, 500 Schekel Myrrhe. Und schauen wir mal, wo ich da wieder rauskomme. Weihrauch, Myrrhe. Das ist nochmal das Zitat, was du vorhin hattest, deshalb lese ich es nicht nochmal vor. Aber ein Zitat vom König Salomon aus dem Buch der Sprüche, also dem Hohelied König Salomons, ist auch sehr interessant. Was machst du mit deiner Bettwäsche? Er hat seine Bettwäsche mit Myrrhe, Aloes und Zimt besprengt. Tu dir mal Myrrhe, Aloes und Zimt in eine Sprayflasche und spritz das auf deine Matratzen, deine Bett. Decken, Polster und so weiter. Wunderbare Mischung. Hyssop. Hyssop, das Lieblingsöl Jesu Christi laut Apokryphe-Quellen, ist auch wieder ein Öl, welches mit einer solchen Sicherheitsverschlusskappe kommt. Und Hyssop ist ein sehr männliches Öl, ein Öl vom Gottvater. Hat eine sehr lange Geschichte als reinigendes Kraut.
Sowohl die Ägypter wie die Hebräer verwendeten es zur Reinigung, auch zur Hygiene, auch bei geschächteten Tieren und Tieropfern. Verwende es, um jeglichen Raum zu reinigen, in dem du planst, zu meditieren, zu beten oder zu heilen. Sehr interessanter Hinweis, auch hier wieder in eine Sprayflasche, so wie diese kleine Thieves-Sprayflasche, 7 bis 15 Tropfen Isopreinton und der Rest mit Wasser. Und dann sprühst du speziell in die verborgensten Winkel und in die Ecken, wo sonst nie etwas hinkommt, weil oft verbirgt sich in diesen Ecken alte Informationen und alte Energien. Und genau darum geht es mit Isop. Alte Glaubensmuster zu bereinigen, die nicht deinem spirituellen Fortschritt dienen. Und das beruhigt den inneren Kampf von konfliktierenden Wirklichkeiten. Und die emotionalen, mentalen, physischen und ätherischen Körper beginnen die Dichtigkeit von Angst loszulassen. Wie gesagt, wenn wir angstvoll sind, ziehen wir uns zusammen, komprimieren wir uns. Insofern löst also Isop die Dichte in der Aura auf, übrigens hervorragend auf den Brustkorb aufzutragen. Woher kommt die Dichtigkeit in der Aura? In der Kopfaura dadurch, dass wir zu viel Selbstgespräch führen, in der Emotionalaura dadurch, dass wir zu viel unsere Gefühle unterdrücken und nicht fließen lassen. Deshalb wurde in der Antike Isop als schützendes Kraut des Himmels betrachtet, welches mit der Liebe und dem Schutz des Göttlichen versehen ist. Isop initiiert göttliche Selbstannahme und zieht Fröhlichkeit und Freude an, die verloren gingen durch das Tragen von Schuld und Pflicht. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis hier. Durch das Tragen von Schuld und Pflicht. Isop dehnt die Energie der Lungen aus, indem es Schuldbewusstsein entlässt. Tief durchatmen. Auf energetischer Ebene erlaubt Isopöl die Entdeckung intensiver Ängste, die im Unterbewusstsein verborgen waren, indem Stress aus dem Nervensystem entlassen wird, also gestaute Energien. Isop ist da natürlich hervorragend geeignet, weil es einen hohen Anteil an Kamphoriden hat, Kampfer, und indem realisiert wird, wie das Gefühl von Angst die Nerven über lange Zeit verstrickt gehalten hat. Also wir sind quasi attached, wir sind quasi angehaftet an unsere Angst. Das ist das Verrückte, wir ängstigen uns, wir machen uns Sorgen, wir machen uns fertig und trotzdem halten wir es fest und lassen nicht los. Isop lehrt dich, sanfter mit deinem Selbst umzugehen und nicht so starr und unflexibel zu sein. Isop verringert den Antrieb hinter fanatischen Überzeugungen und erlaubt es der Energie dieses Menschen, sich zu entspannen. Myrrhe, habe ich schon gesagt, für Control Freaks, für Alphas und für Micromanager, für den Nacken, den oftmals steifen Nacken solcher Personen. Und Isop jetzt als gute Ergänzung für Alphas, weil die stehen auch selbst immer unter Druck. Sie setzen nicht nur andere unter Druck, sie stehen vor allen Dingen selbst unter Druck. Es führt sie zur Erkenntnis, dass sie selbst der Grund ihres inneren Druckes sind. Überleg mal, wer ist an deinem inneren Druck, falls du einen hast, hauptverantwortlich? Wenn diese Alpha-Menschen die Wurzel ihres zwanghaften Perfektseinwollens erkennen, werden Selbstannahme und mitleidsvolle Toleranz in ihnen stimuliert. Isop hilft zu verstehen, dass Irrtümer in Wirklichkeit ein Lernprozess sind und keine Fehler. Alphas machen sich völlig fertig wegen Fehlern und auch wenn sie mit anderen zusammenarbeiten und die machen den Fehler, dann bekommen sie es vom Alpha-Menschen zu hören. Unter dem Einfluss von Isop werden Fehler sogar als wahre Segnungen erkannt, in der Vollkommenheit von Gottes erwählter Stunde. Denn sobald wir von Fehlern lernen, ändern wir die Energie und es wendet sich alles in eine positive Lebenserfahrung. Solange wir aber auf Fehlern herumhacken, auf uns oder auf anderen herumhacken, bleiben wir in dieser Situation stecken. Fülle Isop in eine Wassersprayflasche, um einen Raum, der mit Emotionen und
Informationen aufgeladen ist, zu reinigen. ISOP transformiert auch dichte Gedankenformen, die in einem Raum mitschwingen. Du weißt nie, wenn du zum Beispiel eine neue Mietwohnung übernimmst, was in dieser Wohnung schon alles stattgefunden hat. Was in den Wänden steckt, was in der Luft ist, im Raum, im Äther ist. Also hier geht es darum, die Raumenergie oder die Raumatmosphäre zu reinigen. Wenn du dir ISOP-Öl auf die Schultern reibst, hilft es dir, die Spannung, die durch das Tragen emotionaler Bürden entstanden ist, zu reduzieren. Trägst du dir ISOP auf die Lungenreflexpunkte auf deinen Händen und Füßen auf, wird es Stauungen auflösen, die durch inneren Kram und Sorge entstanden sind. Indem es mit tiefem Druck auf die Darmreflexpunkte der Hände und Füße aufgetragen wird, hilft es, stagnierte Energien aus den Gedärmen zu entlassen, das hat übrigens auch andere Nebeneffekte, und den physischen Körper zu reinigen. Vorsicht, das ist ein Öl, welches von Epileptikern und Personen mit hohem Blutdruck vermieden werden sollte. ISOP hilft, vergangene Konditionierungen aufzulösen. Es klärt dichte Gedankenformen und inneren Kram. Es klärt die Aura und auch äußere Energiefelder. Es bricht Blockaden im Herzen auf und auch in den niederen Chakren, um das Bewusstsein vom ersten Chakra bis zum Kehlkopf zu klären. Im Jahr 1745 schlug ein Übersetzer 18 verschiedene Pflanzen als den biblischen Isop vor. Und welche exakte Unterart jetzt der biblische Isop gewesen ist, kann man heute nicht mehr feststellen. Aber die hohen reinigenden Eigenschaften von Isop, den wir hier mit Young Living vorliegen haben, machen in jedem Fall identifizierbar, dass dieses Kraut in vielen Reinigungsriten und Zeremonien verwendet wurde. Aus dem Buch der Psalmen, siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt, ein Wahrheitsöl. Du lässest mich wissen, die heimliche Weisheit. Wie Weihrauch ist Isop ein Weisheitsöl. Erinnere, das war das Lieblingsöl von Jesus Christus, laut Apokryphenquellen. Entzündige mich mit Isop, sodass ich rein werde. Wasche mich, sodass ich schneeweiß werde. Die Myrte. So wie die Myrrhe quasi das weibliche Pendant zum Weihrauch ist, so ist die Myrte das weibliche Pendant zum Isop. Und wenn wir sagen, die Myrrhe entspricht der göttlichen Mutter, dann ist die Myrrhe die Erdenmutter, aber die Myrte ist die Himmelsmutter. Und das merkst du auch sofort viel klarer, viel durchdringender, ätherischer, leichter wie das Myrrhenöl. Das Myrrhenöl ist ziemlich honigartig, ziemlich fest, ziemlich kondensierend. Die Myrte ist sehr befreiend, sehr, sehr leicht. Das eine ist die Mutter Erde, die göttliche Mutter, die Erdenmutter, und das andere ist die Himmelsmutter. Diese Unterscheidung kannten verschiedene antike Kulturen. Der Duft von Myrte erlaubt den Zugang zum Reinen und Absoluten, wo das Ego keinen Eintritt hat, wo alles eins ist und eins zu allen wird. Seine Qualität ist Wahrheit, so wie Isop, aber hier jetzt auf der weiblichen Seite. Vergebung und göttliche Liebe, die alle menschlichen und Wesen, auch anderer Natur, tierische Wesen und sogar Entitäten, die wir nicht sehen können, umarmt. Das Myrtenöl balanciert männliche und weibliche Qualitäten aus und bewirkt Harmonie. Es wurde schon im Altertum hier im Bereich des Kehlkopfs aufgetragen, indem es innere Konflikte und Verwirrung auflöst. Was hat jetzt diese Stelle hier zu tun? Das hat mit dem Selbstausdruck zu tun. Das hat mit der Kreativität zu tun. Wie gestaltest du dein Leben? Und innere Konflikte und Verwirrung führen oft dazu, dass wir nicht in Harmonie unser eigenes Leben gestalten können. Myrte löst hier Stauungen auf und gibt uns die Fähigkeit, mehr in den Selbstausdruck und mehr in die Souveränität zu wachsen.
In antiker Zeit stand der Myrtenbaum für die sumerische Mutter des Himmels, Mariana. Auch die Göttin Aphrodite wurde durch diesen Baum bei den alten Griechen repräsentiert. Myrte hilft uns, die Vergänglichkeit zu verstehen. Sobald wir dies verstanden haben, löst sich der Konflikt zwischen der Unsterblichkeit der Seele und der Ungeduld der Persönlichkeit. Wer ist ungeduldig? Bitte ganz kurz im Chat ein Ich, falls du ungeduldig bist. Und dann haben wir jetzt die Lösung. Myrtenöl ist das Öl, was dich von deiner Allergie gegen Zeit erlöst. Nämlich Allergie gegen Zeit ist Ungeduld. Wenn du nämlich im ewigen Hier und Jetzt bist, wenn du im Jetzt bist, kannst du gar nicht ungeduldig sein. Dann bist du frei von Zeit. Aber wenn du mit Zeit noch nicht so recht umgehen kannst, und ich nenne das eine Allergie gegen Zeit, eine Zeitallergie, dann hast du dieses Phänomen genannt, Ungeduld, und hier hilft dir die Myrte. Also sei lieb mit dir selbst. Das ist wichtig, diese Sachen einfach zu erkennen und anzuerkennen. Aber es geht nicht darum, dass du dich dann fertig machst, weil du ungeduldig bist. Fast jeder Mensch ist ungeduldig. Erst wenn du es gelernt hast, im göttlichen Hier und Jetzt zu sein, dann geht die Ungeduld verloren. Dieses Öl hilft auch bei psychologischen Abneigungen, weil es bewirkt, dass wir Einsicht bekommen in dasjenige oder in diejenige Qualität in der Person, auf die wir allergisch reagieren. Wer hat das schon mal erlebt, dass du auf andere Menschen allergisch reagiert hast? Das ist ganz normal. Und das Schöne ist, normalerweise wollen wir es eben nicht wahrhaben. Wir denken, die Person ist es. Mit der Myrte, mit der Klarheit, die durch die Myrte kommt, hilft es uns enorm, das für uns selbst zu nützen. Vielen Dank für die Antworten. Die Myrte wurde von Dr. Benuel studiert. Der hat übrigens auch Kunzea studiert, Dr. Benuel, und Kunzea tatsächlich zur globalen Öffentlichkeit gebracht, zur globalen Aufmerksamkeit. Also auch Dr. Benuel sehr interessant, ein bisschen reinzuschauen in seine Arbeit. Und bezüglich der Myrte hat Dr. Benuel herausgefunden, dass es die Fähigkeit hat, Gefühle zu harmonisieren und Aufmerksamkeit und Selbstausdruck zu fördern. Die Myrte kann auch stimulierend auf die Leber wirken und kann Zorn auflösen, und der Zorn sitzt einem oft in der Leber. Wie heißt es so schön, jemanden bis aufs Blut ärgern? Und wenn jemand oft genug bis aufs Blut geärgert wurde, welches Organ reinigt das Blut wieder? Die Leber. Das heißt, hin und wieder schlagt es uns auf die Leber, hin und wieder kommt uns die Galle hoch. Und damit sind energetische Zustände oder emotionale Zustände gemeint. Myrte schafft hier Harmonisierung. Das Myrtenöl repräsentiert göttliche weibliche Energie. Der Myrtenbaum steht mit der Himmelsmutter in Verbindung. Myrtenöl löst Zorn, der in der Leber gestaut ist. Myrtenzweige werden immer noch von den Juden zum Tabernakelfest verwendet. Aus dem Buch Nehemiah auf Englisch. Ich weiß gar nicht, Nehemia vermutlich auf Deutsch. Und sie ließen es laut werden und ausrufen in all ihren Städten und zu Jerusalem und sagten: Gehet hinaus auf die Berge, holet Ölezweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von dichten Bäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben stehet, das Tabernakelfest. Onycha, eines meiner persönlichen Lieblingsöle, ein ganz unbekanntes Öl für viele Menschen. Es ist ein Harzöl, Styraxbenzoin, welches dem Feuer der Sonne am ähnlichsten ist. Grundsätzlich ist Zimtrinde ein sehr solares Öl, und auch Cassia hat solare Eigenschaften, aber Onycha hat diese geistige Eigenschaft der Sonne. Wie ein gutes Harzöl kommt es eher so in Honigtropfenform aus der Flasche raus und ein ideales Öl wieder für das geistige Auge.
und für die Stirn ganz ähnlich wie das Sandelholzöl. Also wenn du mit Onycha arbeiten willst, probier es mal aus, da wo du Sandelholz ausprobierst. Du wirst auch merken, Onycha hat eine hervorragende hautpflegende Eigenschaft und riecht sehr harzig. Meine Lieblingsanwendung von Onycha ist es tatsächlich aufs Herz, aufs spirituelle Herz in Brustmitte aufzutragen. Warum? Weil ich gerne die Sonne im Herzen habe, weil Aditya, der Name bedeutet Sonne im Herzen. Deshalb ist für mich die Anwendung Onycha aufs spirituelle Herzzentrum eine besondere Wonne. Egal, was den Geist anrührt, es muss der Seele gestattet sein, zu sprechen. Und die Seele wohnt tief in deinem Herzen. Es muss der Seele gestattet werden, dein ganzes Wesen zu durchdringen, vom Herzen her. Dieses Harz ist der Träger der Energien und des Feuers der Sonne. Es öffnet Herz und Verstand, sodass diese Geschenke erhalten können, die ihnen bis jetzt verleugnet wurden. Onycha erlaubt dem Geist, von der Seele zu empfangen, im Fühlen, im Wissen und im Sein. Onycha erlaubt uns, von der Seele zu empfangen, in unserem Fühlen, in unserem Wissen und in unserem Sein. Onycha-Öl kann ein Pfad zu Wissen sein, wenn alles um uns herum Verwirrung ist. Die Leute sagen so, die Leute sagen so. Und du siehst das Ziel nicht mehr. Du siehst den Weg nicht mehr. Was machst du? Du trägst dir Onycha-Öl auf dein Herzchakra auf. Es kann darin assistieren, Entscheidungen mit dem Herzen zu fällen. Es kann helfen, uns heimzuführen in das innere Heiligtum der Seele. Die Botschaft von Onycha ist es nicht, die Dinge abzutun, die schwierig sind, sondern die Botschaften der Seele zu hören. Und von ihnen, diesen Botschaften, diesen inneren Impulsen deines inneren Piloten, deiner Seele zu folgen und geführt zu werden. Und das kann sein, du wirst durch Schwierigkeiten geführt. Es kann sein, gerade indem du durch Schwierigkeiten gehst, machst du den schnellsten Fortschritt. Das machen sich viele Leute nicht bewusst. Die meisten Menschen versuchen, es easy zu haben. Die meisten Menschen versuchen, Schwierigkeiten zu umgehen. Gerade die Menschen, die Schwierigkeiten und schwierige Zeiten liebevoll in Empfang nehmen, die machen besonderen Fortschritt, weil wir aus Schwierigkeiten so viel lernen dürfen. Also tue nicht die Dinge ab, weil sie schwierig sind. Onycha gibt uns Frieden und Erkenntnis auf unserem Weg zur Erleuchtung. Es ist auch ein gutes Öl für spirituellen Schutz. Es schützt dein Herz vor dunklen Einflüssen oder haftenden Emotionen aus der weltlichen Sphäre. Onycha ist ein großer Tröster und agiert als Schild gegen äußere Einflüsse und Störungen. Der Duft wirkt ausgleichend auf Nerven und balancierend auf das endokrine System. Onycha war einer der Bestandteile eines weiteren Spezialrezeptes Mose, und das ist im The Gift von Mary Young ein bisschen abgebildet. Da kommen wir noch dazu. Exodus 2 aus dem zweiten Buch Mose von Gary Young bewusst abgebildet, dieses Salbungsöl, mit dem man auch Objekte heiligen kann und in eine hohe Schwingung versetzen kann. Und The Gift als ein zweites Rezept, was im Buch Mose vorkommt, was Gary Young selbst dann nie machen wollte. Dann hat Mary Young eines Tages ihm das zum Geburtstag als Gift, als Geschenk geschenkt. Und Gary hat gesagt, das kenne ich gar nicht, dieses Öl. Und dann hat Mary zu ihm gesagt, oh doch, Gary, du kennst das, aber du wolltest das nie machen. Das ist das zweite Öl Mose aus dem zweiten Buch Moses. Da kommen wir noch dazu. Also, Onycha verbindet dich mit dem Licht und der Energie der Sonne, die in diesem Harz in besonderem Maße gespeichert sind. Wenn Onycha-Öl auf das Herzchakra aufgetragen wird, gibt es dir ein Gefühl von Wärme im Herzen und Verbundenheit mit allem Leben. Aus dem Buch Exodus 2, hier ist dieses Rezept im Ansatz, nicht mit den genauen Gewichtsangaben wie beim anderen. Und Jehova sprach zu Mose, nimm dir Stakte, Onycha und Galbanum.
wohlriechende Gewürze und reinen Weihrauch, zu gleichen Teilen sollen sie sein. Diese Angabe ist in die Kreation von The Gift eingeflossen. Wie werden Harzöle destilliert? Wir haben das in der Young Living Partner Farm westlich von Sevilla erlebt. All unser Weihrauchöl, Myrrenöl, Elimiöl und Onycha-Öl kommt aus dieser Partnerfarm westlich von Sevilla. Und da werden tatsächlich diese Harzkügelchen in einen Destillationsbehälter geworfen. Also so wie diese Weihrauchkügelchen oder diese Myrrekügelchen, die man in der Kirche zum Räuchern verwendet. Und es wird richtig voll gemacht und mit Wasser. Und das wird dann lange, lange, lange gedreht und destilliert mit einer höheren Temperatur. Harzöle sind mit einer höheren Temperatur zu destillieren, wie zum Beispiel Blütenblätter, wie das Rosenöl. Die sind ganz zart, die brauchen eine niedrigere Temperatur, die Blütenöle. Diese Partnerfarm auch zu besichtigen. Ich plane da nächstes Jahr ein zweites Mal hinzufahren. Und ich habe das schon angeregt, ich werde das weiter bekannt geben, weil das lohnt sich, das zu sehen, wie das Weihrauchöl, das Myrrenöl, das Elimiöl, das Onycha-Öl destilliert wird. Einzig das heilige Weihrauchöl, das wird im Oman hergestellt. Das letzte Öl aus dem Bibelöle-Set, Oils of Ancient Scripture, ist die Rose von Sharon oder auch Cistus genannt. Auch das wieder ein fast honigartiges Öl. Und so wie Onycha wieder männlich ist, Gott Vater, so ist Rose von Sharon wieder ein weibliches Öl, ein Öl der Prophetie. Und so wie Onycha für das Herz ein ideales Öl ist, so ist auch Rose von Sharon, Cistus, ein ideales Herzensöl. Dies ist der Duft von Prophetie, der Visionen und der Suche nach Wahrheit. Die Rose von Sharon kann keine Antworten geben, sie kann nicht sprechen, doch sie stimuliert das ewige Wissen, das in allen Wesen verankert ist. The secret weather in the heart of every human being. Wir haben alle auf unserer Herzensplatte das gesamte göttliche Wissen aufgeschrieben. Wir dürfen es entschlüsseln. Die Rose von Sharon bringt die Erkenntnis, dass das universelle Bewusstsein erfasst und im eigenen Wesen verwirklicht werden kann. Das Einzige, was außer Reichweite bleibt, sind die Lichtwelten jenseits dieser Schöpfung. Diese können nur durch Weihrauchöl erreicht werden. Weihrauch ist das einzige Öl, was eben auch in diese Übernatur, in dieses Transzendentale hineinreicht. Wenn wir die Entstehungsgeschichte des Weihrauchbaums auf Erden verstehen, dann wissen wir, warum Weihrauch dann auch wieder der Weg zurück ist. Also das vollständige Aufgehen in Gott bleibt mit Cistus außer Reichweite, aber wir können hier mit Cistus geleitet, in unseren Herzen geleitet, auf Erden unsere Rolle spielen. Der Weihrauch verbindet uns mit dem Höchsten. Die Rose von Sharon wird auch Cistus oder Zistrose genannt. Eine ganz interessante Anwendung ist, Zistrose so rubbelnd entlang der Wirbelsäule vom Steißbein bis zur Halswirbelsäule aufzutragen. Eine ähnliche Anwendung übrigens gibt es mit Immupower. Und Immupower enthält Cistus und enthält auch Bergbohnenkraut. Deshalb probier das mal aus. Mit Zistrose dir von jemand anderem die ganze Wirbelsäule hochrubbeln lassen. Oder mit Immupower vom Steißbein bis zum höchsten Halswirbel die ganze Wirbelsäule hochruppeln lassen. Du wirst einen wunderbaren Fluss von Energie in deiner Wirbelsäule feststellen. Es ist das Öl für Visionen von Wahrheit und innerem Wissen. Diese schöne Rose hat einen weichen, honigsüßen Duft und ist ein kleiner, buschiger Baum. Und das ist auch auf dieser Farm in Südspanien. In westlich von Sevilla sind diese Zistrosen. Also ich habe gar nicht gewusst genau, was das ist. Ich habe immer gedacht, das ist so eine Wüstenrose, aber es ist wirklich so ein Busch. Ja, der wird so 1,5, 2 Meter hoch. Ganz zarte Blütenblätter.
Und der ganze Busch riecht schon so nach Zistus. Diese Farben also sehr, sehr interessant in Bezug auf die biblischen Öle, in jedem Fall mal besuchenswert. Eine Partnerfarm von Young Living. Hier ist The Gift, diese Ölmischung, die Gary Young selbst nie machen wollte, aus welchen Gründen auch immer, und die ihm Mary Young dann geschenkt hat als Geburtstagsgeschenk. Das ist eine Mischung aus 7 alten Ölen, die seit Jahrhunderten wegen ihren beruhigenden Eigenschaften begehrt sind. Diese Mischung wurde von der fiktiven Figur Shutran aus The One Gift, einem Roman des Young Living Gründers D. Gary Young, inspiriert. Die Ölmischung The Gift enthält einzelne Öle, die die Fähigkeit haben, dein Herz zu berühren und zu öffnen, wie zum Beispiel die Myrrhe, Muttergottesöl, und Zistrose, Muttergottesöl. Es ist eine besondere Eigenschaft, dass es dein Herz öffnet, sodass du offen bist, Geschenke frei und dankbar anzunehmen. Also The Gift bedeutet nicht nur Geschenke zu geben, bedeutet auch Geschenke annehmen zu können. Wer kann gut Geschenke annehmen? Bitte ich. In den Chat schreiben, wenn du dir leicht tust, Geschenke anzunehmen. Da ist Balsamtanne drinnen, Weihrauch drinnen, Jasminblüte drinnen, Schwarzfichte drinnen, Myrrhe drinnen, Vetiver drinnen und Zistrose drinnen. Gratuliere allen, die leicht Geschenke annehmen können. Alle, die sich nicht leicht tun, Geschenke anzunehmen, verwende mal 30 Tage lang The Gift auf dein Herzzentrum in Brustmitte aufgetragen. Hier hast du jetzt diese Darstellung, die du dir vielleicht kurz abfotografierst. Welche sind Muttergottesöle und welche sind Gottvateröle? Sonnengleich, Onycha. Onycha ist ohne Gleich. Und Solar sowie starke elektromagnetische Qualität Cassia und in vermindertem Maße Zimtrinde. Wie hat dir das Ganze gefallen? Wie voll bist du jetzt mit Energie? Wer fühlt sich jetzt voll mit Energie, ohne dass er die Öle verwendet hat? Wenn du die Öle verwendet hast, dich die ganze Zeit jetzt gesalbt hast, ist es kein Wunder, dann duftet es sicher wunderbar in deinem Zimmer. Aber wer spürt sogar eine Erweiterung, eine Öffnung, eine Erhebung, eine Energetisierung, ohne die Öle aufgetragen zu haben? Wenn das der Fall ist, gratuliere, weil dann verstehst du den Geist dieser Öle. Und jetzt gibt es nur eines, was besser ist, als die Öle geistig zu erfassen. Das ist die Öle selbst zu haben. Wenn du ein Young Living Bestellkonto hast, dann ist es für dich kein Problem, das Bibelöle-Set zu bestellen, Three Wise Men zu bestellen, Exodus 2 zu bestellen und The Gift zu bestellen. Wenn aber nicht, dann habe ich für dich noch diesen letzten Tipp, der sehr wichtig ist, weil du kriegst diese Öle nirgendwo im Einzelhandel. Gehe auf HTTPS. Ich blende das mal ein. Schauen wir mal, ob ich das da beim Chat einblenden kann. Das wird jetzt interessant. Diese Technik, das ist so eine Fuzelarbeit. Ups, falsches Angebot. Das ist es nicht. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit Fuzelarbeit. Es wurde mir leider nicht abgespeichert. Okay, also an diesem Punkt schreibt ihr bitte dieses Link auf. HTTPS Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich OETQ.net Schrägstrich YL sowie Young Living Bestellkonto anlegen. OETQ.net Schrägstrich YL Bestellkonto anlegen. Und dann klickst du auf dieses Link oder du gibst eben dieses Link in deine Browserleiste ein. Da habe ich ein Video für dich aufgenommen, wo ich das genau erkläre. Wie legst du dein Young Living Bestellkonto an? Worauf ist zu achten? Ein paar Tricks, wie du es eben günstig
bekommen kannst, 24% günstiger, wie du zusätzlich Punkte für Gratisöle sammeln kannst und dass Promo-Produkte tatsächlich dann darüber hinaus noch gratis hinzugefügt werden. Das werde ich dir alles zeigen in diesem Video. Eine Ersparnis bis über 50%. Viele Leute sagen ja, ja, Young Living, das sind die besten Öle, aber teuer ist es auch. Ich kann sagen, es ist mir lieb und teuer, aber ich zahle weniger als die Hälfte. Das habe ich für dich in diesem Video aufgenommen. Wenn du kein Young Living Bestellkonto bisher hattest, bitte verwende dieses Link. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, die Person, die dich zu diesem Webinar eingeladen hat oder die Person, über die du mit Young Living in Kontakt getreten bist, die dir Young Living vorgestellt hat, bitte diese Person, dir ihre Mitgliedsnummer zu nennen, denn du brauchst diese Mitgliedsnummer von dieser Person, um dein Konto anzulegen. Erklär das und zeig das dann noch in dem Erklärvideo. Schau dir das bitte an. Geht 24 Minuten, die es absolut wert sind, wenn du auf dem neuesten Stand sein möchtest. Es gibt einen Special Report, den kannst du dir auch gerne als Geschenk von mir runterladen. oetq.net/specialreport. oetq.net/specialreport und Isabel Jakubait, vielen Dank. Das ist genau das richtige Link. oetq.net/yl-Bestellkonto anlegen. Also, das ist rechts, siehst du das Link und da klickst du drauf. In der Chatbox siehst du das Link und da klickst du drauf und da wirst du weitergeleitet zu diesem Erklärvideo und dann, wie gesagt, mit der Mitgliedsnummer deines Bekannten, deiner Bekannten, die dir das gezeigt haben oder wenn ich das bin, ich habe natürlich einige Leute auch eingeladen, alte Bekannte von mir, wenn ich deine Bezugsperson bin, dann gibst du meine Young Living Nummer da mit ein, die erkläre ich auch im Video und dann kommst du schon weiter und mit diesem Special Report, den ich dir jetzt als Geschenk noch draufgebe, die Qualität ätherischer Öle, Mythen und Fakten, wirst du auch noch viel mehr über die ätherischen Öle verstehen. Abschließend, letzte Folie. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, folge mir auf Facebook oder gehe auf meine Webseite auf OETQ. Da hast du auch noch 2, 3 Videos von mir, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wo ich über Themen plaudere, die ich sonst wieder nirgendwo gesagt habe. Ich verstreue so mein Wissen über verschiedenste Quellen. Also, ich danke dir herzlich. Ich wünsche dir viel Freude beim Ölen, Salben und Genießen mit den heiligen Ölen aus biblischen Zeiten. Und wir sehen uns bald wieder. Und wenn du irgendeine Frage hast, kontaktiere mich. Zum Beispiel, wenn du dir ein Bestellkonto anlegen möchtest und irgendwas nicht verstehst oder kontaktiere deine Kontaktperson. Alles Liebe, vielen Dank und bis bald.